Ja, okay. Jetzt läuft es. Willkommen zurück zu Call of Duty GoldenEye Reloaded. Und mit dabei sind wieder die üblichen Verdächtigen. Hallo! Ich bin der Saturn. Und hier ist der tapfer Boss mal wieder. Und hier bin ich. Yeah. Der andere. Yeah. Die Biosacke. Ja, nach einer kleinen Verzögerung aufgrund verschiedener Ausfälle, ja, geht's nun endlich weiter. Hell yeah. Aber wir haben wir doch alle gewartet. Ein Event, worauf jeder gefasst ist. Oh. Ja gut, der Discord-Stream ist ziemlich sehr stark am Laggen. Okay. Und bei mir auch. Ziemlich stark am Laggen. Ja, Moment. Jetzt, jetzt müsste es hoffentlich laufen. Ja, es ist so mein nächstes Move. Deutlich besser. Okay. Kommt das überhaupt in die Aufnahme jetzt, oder? Ich werde das rausschneiden, wenn ich dran denke. Okay, wenn das hier rausgeschnitten wurde, dann nicht wundern, Leute, es gab technische Probleme. Ja. Also diese Animation habe ich jetzt echt wieder so komplett ohne irgendwelche Energie dahinter steckt, das habe ich nicht vermisst. Der einfach nur so ganz lasch so eine Handkante gibt, ey, und dann stirbt der Typ einfach direkt, ey. Aber so ist es. In der Pause ist vieles passiert. Es sollte mehr so sein wie in einem Film, Dredd, wo halt Judge Dredd einfach jemanden in die, dem bösen Judge einfach in die Kehle schlägt und er daran erstickt und sagt, er steckt dran. So sollte es sein. Dredd habe ich schon seit einer gewissen Zeit nicht mal gesehen. Solltest du nochmal drüber? Ja. Aber kommt Dredd drauf an, welches Judge Dredd man wieder anschauen sollte. Der mit Carl Urban. Aber das hat auch nur Carl Urban hier gemacht. Ich denke nicht, dass Sylvester Stallone diesen Epic Move gemacht hat. Nee, daran kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Zudem in dem Judge Dredd Film mit Sylvester Stallone, da ist es einfach nur Sylvester Stallone, der sich Judge Dredd nennt. Und Rob Schneider und Typ, der sagt. Nichts gegen Sylvester Stallone oder so, aber irgendwie ist das so meine Meinung. Ich will ihn nicht zu sehr beleidigen und will auch keine Fans irgendwie beleidigen. Oh, surprise. Ich glaube jetzt nicht, dass Leute, wenn sie sich das anschauen, sich dann denken, was? Er hat Stallone beleidigt. Wie kann er nur? Das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Ich mag den Typen, der schreit. Ja, war ziemlich lustig. Aber in der Pause, sozusagen kleinen Pause, ist einiges passiert und ich habe schon die Hälfte wieder vergessen. Beziehungsweise bis auf eine Sache alles vergessen. Hey, ich weiß, nämlich, wir haben auf jeden Fall den einen Special ja mal gemacht. Einen kleinen Special, wo wir jeder eine Stunde lang einfach ein paar Spiele gespielt haben und ich habe dann bemerkt, dass Jet Set Radio irgendwie doch nicht so der Burner ist. Das haben wir, glaube ich, alle gemerkt. Ja, ich habe es auch mal probiert anzuspielen, aber ich fand es auch nicht so geil. Also ich dachte, es wäre so. Ich dachte, es wäre Tony Hawk, aber dann war es eher so Tony Hawk für wirklich Arme. Aber es hat den Artstyle TM, das heißt, es ist sehr gut. Ja, Artstyle TM, das heißt, es ist schon ein richtiges Videospiel. Jo.
Weil Artstyle ist ja alles. Weil Animation und Artstyle sind ja heutzutage wichtiger als Gameplay. Merkt man ja an die ganzen Indie-Spiele. Vor allem mit Artstyle-TM. Ja. Apropos Videospiel. The Saints Row Reboot ist rausgekommen und es war nicht sehr gut. Vor einiger Zeit. Oh, es wird noch lustiger, weil einer der Entwickler auf Twitter hat dann halt hier versucht, gegen die Haters irgendwie zu memen. Und wollte halt irgendwie so Haters gönner hate und hat dann halt so ein Meme gemacht, wo dort ein Hater halt das Spiel hatet, ein paar Leute, die es genießen, es einfach weiterspielen. Und der Hater halt sagt, hört auf, Spaß zu haben! Aber der Joke ist, keiner hat Spaß an dem Drecksspiel. Ja. Nee. Selbst Leute. Selbst Reboot tatsächlich hat mich ermutigt, mal selber Saints Row 3 auszuprobieren. Das habe ich nur auf GOG geholt und heute mal ein bisschen angespielt. Und ja, Saints Row 2 ist nicht cool, weil es gibt nur auf Steam. Muss ich mal gucken. Es gab es mal auf GOG, aber es wurde wieder runtergenommen. Ich weiß auch nicht warum. Aber der PC. Ich habe eine Rezension auf Steam dazu gelesen, wo es dann. Es war schon, also es hat mich schon fast motiviert, das zu kaufen, aber ich hatte erstmal Saints Row 3 spielen. Es war nur mal meine Review da. Ich hab's schon mal vergessen. Wird ja ganz oben angezeigt, weil du Freund von mir auf Steam bist. Davon Saints Row habe ich, glaube ich, nur Teil 2 und 3 auf GOG. Ah. Ich hab Saints Row 3 mal. Oh ja, und 4 auf Steam. Ich hatte das mal, ich will nicht sagen wie. Und Saints Row 4 hatte ich dann durch Family Share. Und ja. Ich habe Saints Row 2. Wow, der ist aber gesprungen. Ja. Das hat mich auch irritiert. Also ich glaube, von uns allen war ich auch ziemlich einer, der wirklich ziemlich viel mit Saints Row sich beschäftigt hatte. Ich hatte auch den ersten Teil auf der Xbox auch nachgespielt. Ui. Und also der Port von Teil 2 auf dem PC, der ist so beschissen. Die ganzen Radiosongs, die wurden im Mono portiert statt in Stereo. Du Scheiße. Ja, ich bin jetzt auf Steam ist auch ein technisch so beschissener PC-Port, aber gameplay-technisch ein ziemlich solides Spiel. Ja. Das ist eine Rezension. Ich meine, es ist halt tatsächlich ziemlich spaßig. Und ich meine, in die Werbung zu Saints Row 2 gibt es da eine, wo sie sich über GTA 4 lustig gemacht haben, weil man in GTA 4 gibt's halt da diese, ey Nico, let's go bowling Geschichte. Und in Saints Row 2, da kann man einfach fucking für so eine TV-Show einfach als Polizist Ding halt, muss man als Polizist wieder Ordnung herstellen. Das heißt einfach alles und jenes halt abschlachten halt. Oder mit einem fucking brennenden Beil so Quad einfach durch die Gegend fahren und Chaos einrichten. Oder einfach super derbe Low-Gravity-mäßig rumfliegen. Oder sonst was. Und naja, da haben sie sich halt dann lustig gemacht über GTA 4. Ja, ich glaube auch, dass Saints Row 2 so special Saints Row ist. Und ich mag irgendwie auch Saints Row ein bisschen mehr als GTA. Saints Row ist gameplay-technisch auch besser einfach. Die Steuerung ist so viel besser. Mhm. Vor allem mit also Controller-mäßig. Das ist besser und die Missionen sind besser gestaltet, finde ich auch. Na, ich finde auch irgendwie genau. dieses Aufsteigen so von deinem Gangster, von deiner Gang so und von deinem Syndikat ist auch irgendwie besser dargestellt, finde ich. Mhm. Weil da geht es ja mehr so um die ganze Gruppe halt in Saints Row, nicht nur um den einzelnen oder um eine Gruppe von Charakteren, sondern halt. Ja. Um so das große Ganze irgendwie. Ach, das ist viel cooler. Ja, das ist so. Ich habe auch gerade eben auch wieder GTA Vice City ein bisschen gespielt. Ist cool, dass man dort so einen eigenen Radiosender hat, aber gameplay-technisch. Manche Missionen. Es ist schon ab und zu ein bisschen. Ist nicht frustrierend, jetzt nicht so hyper nervig oder so, aber. Die Steuerung gameplay-technisch, es ist halt echt kein so rundes Spiel mehr. Auf GTA San Andreas hatte ich aber trotzdem mal Lust, aber ich würde lieber Saints Row 2 spielen, wenn es dann der PC-Patch rauskommt, damit es halt da einiges an Fixes gibt.
die man bisher aber nur mit so einem Community-Patch vom Community-Ding-Leiter dort, der ja vor paar Monaten verstorben ist, Idle Ninja hieß er, hat er extra eine Mod gemacht, womit da die Bugs und Glitches halt dort zum Beispiel gefixt werden. Der zweite Teil ist ziemlich cool. Und der erste Teil ist im Grunde der zweite mit ein bisschen weniger. Aber ich würde so gerne auch einen PC-Port davon sehen. Ne? Ja, gibt's die Spiele eigentlich auch für die. Gibt's ja eigentlich nur für die Xbox oder gibt's ja auch für die PlayStation 2? Für die PS2 nicht. Saints Row 1 war mal aber als PS2-Spiel in Entwicklung, was Bling Bling auch hieß. Okay. Ja, Bling Bling, aber dann kam halt die Xbox raus und ich glaube, irgendwie haben sie halt dann die Entwicklung auf die Xbox 360 halt dann umgeändert und da wurde halt Saints Row raus. Und nur der erste. Was habt ihr denn hier überredet, jetzt nur für die Xbox das Spiel rauszubringen und fangen wir auch auf den Namen drauf. Geld und Microsoft. Ich schätze mal Geld und vielleicht, ich weiß nicht. Also Geld kann auch, ist eine sehr gute Möglichkeit. Geld regiert die Welt. Und ich meine, es ist halt neue Hardware und damit könnten sie halt auch profitieren. Und ich meine, die haben ja ziemlich profitiert, weil Saints Row immer noch so ein halt Household Name ist halt. Was jetzt mittlerweile ziemlich durch den Dreck gezogen ist zwar, aber yeah. Leute kennen es immer noch. Und es. Also, ich würde echt gerne halt ein Master oder einfach ein Port vom ersten Teil halt einfach sehen so. Aber ich meine, dort ist halt auch mit diesen. Man kommt halt als komplett neuer Recruiter in die Saints rein und erledigt halt die ganzen Aufträge von den ganzen Unterbossen halt gegen dann die Vice Kings und die Spanier und gegen die Auto-Gang da. Und das ist halt auch richtig alles so Gangster-mäßig und so weiter. Das ist nicht irgendwie so dieser Parodie-Shit oder so. Alles klar. Das ist schon ziemlich cool so. So, und dann halt ab Saints Row 3, wo es ja dann nur noch dieses Over the Top wurde. Ich finde den dritten Teil echt, das ist irgendwie der schwächste Teil noch. Oder der zweitschwächste Teil. Für mich, weil gameplay-technisch ist halt so. Runde. Ist halt jetzt so mehr wirklich so Standard-Person-Shooter-Steuerung geworden. Meinst du ein Dreier? Ja. Hm. Und dort ist halt jetzt auch das Ding, dass man auch durch Wände schießen kann, wenn man halt hinter der Wand steht, aber das Fahnenkreuz halt neben der Wand ist. Das geht ja auch und ja, stimmt. Macht das Spiel zwar ziemlich einfach dadurch. Ja. Im zweiten Teil, im ersten Teil war es so, dass das Fahrenkreuz noch über dem Charakter war. Was ich eigentlich so cool finde, dass so das Fahrenkreuz über dem Charakter ist eigentlich, ja. Nicht so nebendran. Ich finde das so viel besser so. Oh shit. Was passiert der Shit? Egal, Ich finde gut, dass man durch die Lensflare nix sieht, einfach. Das ist einfach ein so blendender Anblick. Da haben sich einfach die Battlefield 3 Sonne runtergeladen und in das Spiel eingebaut. Battlefield Sonne und Taschenlampen. Ich hab mich mal darüber schon mal beschwert, dass die Taschenlampe einfach so alles dich komplett blendet und so ein Scheiß ist. Und da haben einige halt mal gemeint, das ist realistisch, es gibt solche Taschenlampen, die dich komplett blenden. Es ist immer noch ein Videospiel. Ja. Ja, dann, also der dritte Teil so fand ich noch so. Der dritte geht auf jeden Fall noch klar, aber
Großteil war für mich immer so der zweitschwächste Teil. Der vierte Teil geht dann halt richtig ab, wo man mit fucking vom Präsident hört und dann Aliens und Matrix und hat man nicht beschlossen, was am weiß Ende ich noch alles. Hat man nicht schon am Ende von Saints Row 3 beschlossen? Nee, hat man nicht. Nevermind. Wie sagt man denn? Das war in Duke Nukem Forever, stimmt ja. Da hat er am Ende beschlossen, Präsident zu werden. Ja. Nee, im vierten Teil, da wurde man Präsident. Ja, als man einfach in das weiße Haus reingecrashed ist von der Luft. Nachdem man einen Atomschlag Ding halt verhindert hat. Deswegen bleibe ich bei Saints Row auch nur bis von Teil 1 bis Teil 3, weil ich finde halt ab Teil 4 wird es halt irgendwie zu übertrieben dann und Teil 3 schaue ich irgendwie schon so an der Grenze halt zu dem, was geht irgendwie. Die ganze Superkräften-Sache eigentlich im vierten Teil, wo man halt so Superstampfer drauf hat oder wo man so irgendwie so Geschosse verschießen kann. Sowas ist eigentlich ist das auch ziemlich cool halt. Oder wo man so einen Meter hochspringen kann und nicht nur so ein paar Zentimeter und auch durch die Gegend fliegen kann. Gameplay-technisch ist das echt verdammt cool. Finde ich noch. Soll ich ja was sagen? Ja. Ich hatte das Gefühl, Saints Row 4 wäre ein Prototype-Klon. Ist mir gerade das Buch, wie schnell du durch die Stadt rennst, durch die Wände, an die Wänden hochrenne, zu gleiten und so. Und dann natürlich haben sie auch noch die Fähigkeit hier, dass man mit voller Wucht auf den Boden knallt. Was ja, ja. Ich habe Prototype nie wirklich viel gespielt, nur ein paar Minuten auf der PS3, aber ansonsten. Ist mir auch noch nie durch den Kopf gegangen, dieser Vergleich. Aber ich mach es trotzdem. Ich habe Prototype mehrere Male durchgespielt, weil es ist einer meiner Lieblingsspiele. Auch wenn ich einige kenne, die sagen, es ist scheiße oder so. Ich weiß nur, dass der PC-Port anscheinend richtig kacke sein soll. Ich habe es halt auf der PS3 ja gespielt. Wieso soll der PC-Port kacke sein? Habe ich halt nur gelesen halt. Ich glaube irgendwas mit Texturen, dass da falsch geladen wird oder so. Oder Ladenprobleme, was steht denn da? Und irgendwie Maus und Tastatursteuerung soll nicht richtig funktionieren. Das Einzige, was mich an der Steuerung stört, ist halt die Mausempfindlichkeit, die ist irgendwie so ziemlich langsam. Muss man immer wieder muss man halt richtig hochstellen. Aber an sich hatte ich jetzt nicht so krasse Probleme mit den Steuerungen. Okay. Die gepisse Gaming Wiki Seite hier, was ich jetzt hier. Okay, gut, keine Shut mit AMD, ATI Grafikkarten. Okay. In-game Audio is very quiet, except for Cutscenes, Black Screen on Prototype Startup, Low Frame Rate, Sound Stuttering, Missing Textures, Crashing after loading saved game, Crash after starting or loading a game. Resolution stuck at 1280 x 800 an 2 GB RAM GPUs. Also die Probleme, die du da sagst, die hatte ich nicht. Okay. Ich habe höchstens Probleme, wenn ich die Linux-Version, besonders halt auf Linux spiele mit Proton. Keine Ahnung, da muss ich vielleicht irgendwas machen, aber bei mir läuft es nie so ganz gut. Aber als ich das gespielt habe, hatte ich nie Probleme damit. Das einzige Problem ist gerade nur, es ist nicht ganz kompatibel mit der Windows 10. Beziehungsweise muss man da anscheinend beim Betriebssystem die Core oder so Usage ändern. Also heißt das, dass man muss es so anscheinend einstellen, dass das Betriebssystem jetzt nur 4 Kerne nutzt von der CPU. Gott. Das ist genauso auch so ein Problem wie beim Saints Row 2 Port auch, weil das benutzt auch nur
ich glaube, die Kerne, die die Xbox 360 hat, also glaube nur zwei oder ein. Ja, das ist halt ziemlich scheiße. Bei der Windows 7 Version hatte ich aber keine solche Probleme. Also der PC-Port, der noch am ganz komischsten umgeht mit CPU-Kern, ist ja immer noch der Turok 2 PC-Port, also der originale. Weil wenn du den nicht auf einen einzigen CPU-Kern beschränkst, dann sind die Gegner unsichtbar und ich habe keine Ahnung wie oder warum. Das jedes Mal, wenn man den PC-Port startet von Turok 2, muss man erstmal in den Taskmanager gehen und dem Spiel nur einen CPU-Kern zuweisen, ansonsten ist das unspielbar. Wow. Oh, was Hölle? Was hat ein Commander? Jumpscare. Das hatte ich auch schon mal gesehen, was sie drei auf dem höchsten Schild. Aber, Bus? Ja. Ich hatte diese Probleme, die du gerade aufgelistet hast, gar nicht. Ja, ich hatte es nie, wenn ich das gespielt habe. Das einzige, wo ich Probleme habe, ist mit der Linux-Version. Scheint wohl nicht so ganz zu laufen mit Proton. Keine Ahnung, wie ich das da fixen kann, aber dieses ganze Crashing etc. Das ist da irgendwie nicht bei mir vorhanden. Na, ja, wie gesagt, ich hab's auch nur gelesen halt, dass es wohl nicht so dolle sein soll, aber ja. Weil wenn du keine Probleme hattest, hey. Cool. Das ist so gut. Mhm. Ach, guck mal, es gibt ja auch ein. Ich fand. Auf der PC Gaming Wiki Seite gibt's auch einen Download-Link für einen Hi-Res Texture Mod, wo auch das Spiel, warte mal, this pack includes a custom text mod that's able to make the game run if you have a CPU with more than 4 cores. Guck mal einer. Wie, was? Ja, bei der Texturmod gibt's noch einen Textmod mit dazu, womit das Spiel dann mit mehr als 4 Kernen laufen kann. Ach du Scheiße, das brauche ich dann. Ich kann wieder Prototype spielen. Hurra! Hier. Send mir den Link. Send mir den Link, ich brauche es. Ja, nee. Ja, warte mal. Ich könnte dann ein Prototype-Projekt danach machen, wenn es dann wirklich gut funktionieren sollte. Ich habe PC Gaming Wiki mal hier geschickt. Sollte dann ganz oben sein, da das Hi-Res Textures und dann Install und Download hier. Kann man mal ausprobieren. Hölle ja, verdammt! Weißt du, was aber ein bisschen seltsam ist mit der Prototype? Ne. Man konnte für eine Zeit lang Prototype auf Steam kaufen, auch beim deutschen Steam halt. Man konnte es für eine Zeit lang. Obwohl Prototype 1 von Deutschland indiziert war, als es rauskam. Ja, aber man kann das mittlerweile nicht mehr. Man konnte auch Postal 2 im deutschen Steam Store kaufen, also. Das hab ich so gut. Das war ein. Hab ich damals mal gemacht. Ich ja auch. Das Ding jetzt habe ich es über GOG. Das Ding ist wiederum, Prototype 2 ist ja nicht indiziert in Deutschland. Und du kannst dann durch Prototype 2 Prototype 1 haben, auch wenn Prototype 2 meiner Meinung nach scheiße und. Wie kann man durch einen zweiten den ersten Teil haben? Weil der zweite Teil hat die sogenannte Rednet Edition. Und die kommt halt mit Prototype 1 und die kannst du halt in den deutschen Steam Store kaufen. Krass. Yep. Und hier. Prototype Franchise. Hab nur den ersten Teil gespielt, weil ich den für die PS3 habe, ansonsten weiß ich nicht so viel von. Das Free Roaming ist eines der Sachen, die viel Spaß machen. Also halt einfach mit dem Movement durch die überall hin zu rennen.
kannst halt Wallrunnings und etc. machen. Ich finde das immer wieder toll. Okay, bei Aranduri gibt es ein ziemlich starkes Rauschen. Das kommt hier vom Spiel. Ach, hörst du es auch? Ja, hiervon kommt das. Nee. Ach, Scheiße! Echt? Sind die so laut? Okay, krass. Saints Row, ja, der vierte Teil ist halt ja ziemlich absurd, aber gameplay-technisch fand ich es halt eigentlich auch noch besser als den dritten Teil wegen diesen Superkräften. Und dann der Spin-Off-Teil, das Get Out of Hell, welcher halt wirklich... Ich dachte, das wäre halt ein Standalone. Ja, der war nie beim vierten Teil irgendwie dazu halt, als DLC zu kaufen. Keine Ahnung. Ist Standalone, kleines Spiel halt, was man innerhalb von einer halben Stunde durchspielen kann, wenn man schnell genug ist. Aber, ja, das ist halt eher nur so ein Cash Grab eher. So besonders ist halt jetzt auch eigentlich nicht. Ja, aber es hat dort in der Hölle unterwegs, muss einen Boss retten, bevor er die Tochter von Teufel da heiraten soll. Crazy shit wie üblich, halt. Dann wurde es halt still um Saints Row, dann kam ja irgendwann Agents of Mayhem raus, was zu sagen Saints Row wohl ablösen sollte, aber naja, hat ja nicht so gut performt. Gibt's irgendwie ja mittlerweile so für 2 Euro zu kaufen. Es kommt jetzt Agent of Mayhem, ja, ich hab ich total vergessen, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, ob, Ding ist, als ich noch mit Jesse Kontakt hatte, da hatte ich mal mit Jesse halt über Saints Row halt geredet und, irgendwann kam er auf Agents of Mayhem und, irgendwann kam er dazu, dass er sich dann halt Agents of Mayhem gekauft hat wegen unserem Gespräch und er hat dann, weil er, naja, hat dann ziemlich schnell bemerkt, wie kacke das Spiel ist und da habe ich mich ein ganz kleines bisschen schlecht gefühlt, weil ich ihn sozusagen dazu gebracht habe, so ein Kackspiel zu kaufen. Naja. Das ist echt. Das ist so ein langweiliges Spiel, ey, und gameplay-technisch auch einfach. Ja, das ist ziemlich akkurat. Und ich habe nicht mal bemerkt, dass es überhaupt existiert hat. Ich habe dessen Existenz vergessen. Und dann war das Saints Row Reboot und das hat dann einfach alles weggeschmissen. Sehr spektakulär gefailt. Ja. Yep. Also Leute, die im Internet dann noch krassere Saints Row Fans sind und die sind halt einfach alle so enttäuscht, einfach, dass sie plötzlich glauben, zu was für ein Shitfest es geworden ist. Ey. Das ist der verwundbarste Teil der Anlage. Also, sie konnten nicht glauben, wie noch schlechter die Serie wurde, nachdem ja schon 4 und Get Out of Hell ist schon alles so gesehen ruiniert hat, weil es einfach zu over the top wurde. Ja. Aber es hat halt das Reboot und es hat halt. Ich meine, die Story ist halt einfach ein absoluter Murks, wie das geschrieben wurde dort. Also die Story, Charaktere, ganzen dort, alles sind einfach so banal. Und wenn irgendwas da ist, dann ist es einfach nur schlecht. Die gegnerischen Bosse haben kaum Persönlichkeit. Während im ersten, zweiten Teil bekam man schon tiefe Einblicke oder zumindest irgendein Einblick in das Leben von den gegnerischen Bossen halt da, wie die halt so die Sachen erledigen. So, was bei denen überhaupt abgeht und bei dem Tod ist einfach so gar nichts. Und die eigenen Leute beim Reboot sind auch nur so, naja,
laufende Cringe-Feste halt. Und dann sieht das Spiel dann noch ziemlich hässlich aus. Und es, ja, ist gefüllt, schade, und es ist gefüllt mit Bugs bis zum geht nicht mehr. Aber hey, immerhin haben Leute ja offensichtlich Spaß mit dem Spiel. Und ich meine, a delayed game is eventually good, but a rushed game is forever bad. Ich hasse dieses Zitat. Weil das Spiel wurde ja delayed. Von, ja, aber das, es heißt ja eventually good, das heißt ja, es muss ja nicht gut werden. Eventually, ja. Und es war nicht gut. Genau. Das passt ja alles. Ja. Man muss eine Liste machen von Delayed Games, die dann am Ende doch nicht gut, dennoch nicht gut waren. Duke Nukem Forever, Alien Colonial Marines, Saints Row, was weiß ich? Saints Row, also Reboot. Saints Row 2022. Ja, ja, Saints Row Reboot und halt, was noch, was ist noch, absoluter Müll. Ich glaub, No Man's Halo, Halo Infinite. Ja. Ich glaube, No Man's Sky wurde, glaube ich, auch verschoben mehrfach oder so. Cyberpunk 2077 wurde auch mehrfach verschoben. Ja. Ah ja, das natürlich auch. Wobei bei Cyberpunk fand ich es ziemlich schade, weil ich war da auch einer von den Leuten, die ziemlich gehypt drauf waren. Sehr schade. Das waren wir alle. Aber auch, auch wenn wir nicht vorhatten, es zu spielen, waren wir alle gehypt. Also ich war es nicht so gehypt, aber ich war trotzdem sehr enttäuscht. Als ich Skill mal gespielt habe. Ich fand halt, es war ultra langweilig. Das ist halt mein Hauptkritikpunkt, dass es mega langweilig ist, das Spiel. Ja. Ich hab's nie gespielt und ich hatte es zwar vorgehabt, aber nach dieser Shitshow. Nee, kein Interesse. Was ich von dem Spiel mag, ist halt die Story und den Soundtrack, aber das macht halt kein gutes Spiel. Da braucht man schon Gameplay. Ich sag dir immer gerne, hast ein gutes Gameplay, aber schlechte Story, dann hast du ein gutes Spiel. Hast du eine gute Story, aber schlechtes Gameplay, dann hast du ein schlechtes Spiel mit einer guten Story. Das ist leider etwas, was viele Menschen, die ich kenne, nicht unbedingt erkennen. Also ich finde irgendwie andere Aspekte an dem Spiel ziemlich gut, also das Handwerk ist ziemlich gut, die Grafik ist auch ziemlich gut und ich finde auch das Gunplay ist nicht so offensiv schlecht, aber ich finde halt, für mich war jetzt zum Beispiel die Story ziemlich langweilig, weil ich mag das halt einfach nicht, wenn du irgendwie irgendwo sitzt, dein Charakter sitzt irgendwo und du musst halt 10 Minuten lang einem anderen NPC einfach zuhören, wie er dich halt voll labert. Und dann, wenn du mal endlich eine Dialogoption auswählen kannst, dann ist es egal, was du auswählst. Ich meine, was soll denn das? Das ist doch scheiße. Und ich habe halt das Spiel beim Kumpel ausprobiert und dann habe ich es zu Hause halt nochmal selber gespielt. Und dann hast du halt richtig gemerkt, dass halt eigentlich nichts wirklich sich ändert, egal was du halt auswählst. Und das hat halt dann für mich das einfach gekillt. Gut. Ich finde auch irgendwie komisch, dass dann Leute, also vor allem bei 2077 und noch bei No Man's Sky, wird ja häufig gesagt so, ja, aber die haben ja das Spiel gefixt, so, jetzt ist ja alles wieder gut und so. Aber ich meine, du hast halt... Bisschen spät. Ja, du hast halt einfach 60 Tacken oder halt mehr gezahlt. Für ein Spiel, was du halt 2 Jahre später eventuell spielen kannst ordentlich. Und dann, wo ist denn da die Entschuldigung halt? Ich meine, dann ist es ja für die Leute wohl okay, wenn die 60 Euro für jedes Spiel bezahlen und dann müssen die 2 Jahre oder so warten, bis sie es dann tatsächlich mal spielen können. Ich meine, ist das halt so wirklich das, was wir wollen? Also ich glaube nicht. Ich gebe denen da keinen Credit für. Mach dein Spiel einfach richtig oder delays halt. Aber auch nicht zu oft delayen. Ja. So, was ist das eigentlich für eine Kacksituation jetzt hier? Kaum Deckung, aber 1 Million Gegner, ey. Was ist das jetzt hier? Das ist so ungefähr so auf der Punkt, wo ich anfange, das Spiel zu hassen. Verständlich. Ja, verständlich. Verständlich. Zumindest magst du, als der Call of Duty Klon. vor allem noch mit Move-Steuerung hier. Ja. Aber eine News, die mir sehr gut gefallen hat, wo ich ziemlich froh drum bin, dass es jetzt endlich gekommen ist,
Nämlich, dass das Original N64-Spiel zu GoldenEye einen neuen Release bekommt für die Xbox und Nintendo Switch. Hatten wir das nicht schon mal bei einer anderen Folge gesagt? Bin mir ziemlich sicher, dass ja, das bei diesen Mini-Folgen halt, aber halt nochmal hier so in der ganzen Runde, würde ich das nochmal ja, noch mal so sagen. Kein Problem, ja! Neues GoldenEye Remake, was weiß ich, ja. Remaster! Wobei, aber genau. der Clou ist halt, die Nintendo Switch-Version, die hat sogar dann einen Online-Multiplayer. Aber die haben ganz anderen Plattformen nicht. Aber die Xbox-Version, was hat die? Also kein Multiplayer, aber 4K-Auflösung. Warum muss man da unbedingt ein Entweder-Oder machen? Wieso? Es ist halt echt so... Warum? So komisch. Ah ja, ich bin echt hyped auf das Remaster, ey. Es wird also das zweite Spiel sein, wenn es nicht auf den PC kommt, was mich dann dazu bringt, die Xbox noch weiter dazulassen. Ich meine, das andere Spiel ist ja Time Splitters Future Perfect. Und ich war ziemlich froh, als ich das E-Mail, die News gesehen habe. Es war ja eine Ankündigung bei dieser Nintendo Direct, war das? Direct war das, oder? Oder Indie Show? Keine Ahnung. Das ist die einzige News, die ich noch mitbekommen habe, weil mich alles andere da einfach nicht interessiert hat. Ah ja, und noch, falls es Leute gibt, die aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, Need for Speed Heat kaufen wollen, auf Steam gibt es das aktuell für 3,50€. Ja, es wollen eine ganze Menge Leute das Spiel spielen, weißt du warum? Nee. Need for Speed Heat hatte heute seinen All-Time-Peak-Players bei 76.200 Spielern. Also ganz schön viele Leute wollen das spielen. Und ein Schlüssel, was Schlüssel zur Karte? Schalte. Okay, und das ist irgendwie so ein Ding da, womit man alle Sammelobjekte auf der Karte sich anzeigen lassen kann, gibt's auch gratis mit dazu. Bis zum 11. Oktober 2022 ist das hier gerade für 3,50€ abzugreifen. Aber ja. Aber ob man es will, ist halt die andere Frage. Ja, genau. Ich will es auf jeden Fall nicht, also von daher kann es mir geschwollen sein. Ich habe schon Carbon auf dem PC und es reicht mir absolut. Ich habe Most Wanted und Underground 2 auf meiner PlayStation 2. Oh, ich habe auch Most Wanted Underground 2, aber auf dem PC auf Disk. Cool. Ich hatte auch mal Underground 2 und Most Wanted auf dem PC gespielt. Underground 2 ja durch und Most Wanted habe ich abgebrochen. Auch beide Spiele nie durchgespielt. Was? Ich habe beide Spiele nie durchgespielt. Ich habe immer wieder angefangen, so bis zur Hälfte gespielt, aber dann wurden mir die irgendwann zu repetitiv. Ich habe ich habe beide auch nicht durchgespielt, aber ich bin bei Most Wanted wesentlich weiter als bei Underground. Ich weiß nicht, wieso Most Wanted motiviert mich mehr als Underground, obwohl ich halt oft höre, dass Underground anscheinend das Beste von allen Need for Speed sein soll. Wirklich das erste Underground oder Underground 2? Das zweite, das Underground 2. Ah. Einfach wahrscheinlich wegen des ganzen Tuning und dass da nicht irgendwie die Polizei dazu kommt, man wirklich nur das Fahren hat und eben das Tuning halt. Vielleicht aber das Ding ist halt irgendwie, ich habe jetzt keinen Weg gefunden, da bei dem Spiel sozusagen weiterzukommen. Ich mache die ganzen Events und dies und das und tralala, aber dennoch bin ich immer noch stuck bei dem, sagen wir mal, ersten Level oder so, keine Ahnung. Weil ich bekomme halt nicht die Möglichkeit, ein besseres, neues Auto zu bekommen und so weiter. Das irgendwie demotiviert mich. Weil ich habe keinen Bock mehr, mit meinem Familienauto rumzufahren, ich möchte ein cooles Ferrari, was weiß ich. Aber VW Golf ist das beste Auto.
Nee, dieser Nissan, was war das? 300 nee, Ding ganz am Anfang, da ist der coolste. Ja, der ist auch cool. Der VW-Golf, da haben schon die Amerikaner hier die ganzen Werbungen und so weiter gemacht, das muss man sich mal ansehen. Wieder! Ich finde alles außer ein VW-Käfer kann man nicht ernst nehmen. Der Käfer ist super, es ist einfach Herbie. Herbie, das Rennauto, ey. Naja. Nichts gegen Herbie hier, okay? Kennt auch keiner mehr. Ja. Ich kenn das noch. Nee, ich kenn's auch noch so. Ich kannte nur diesen Disney-Film. Was da, glaube ich, in den 2000ern rauskam. Cars? Ja, es gab ein. Oder warte mal, wann? Von wann genau? Warte mal. Auf jeden Fall von Disney. Hier. Ja, von 2005 auch noch. Die erste Review, die ich auf der Seite hier sehe, ist einfach Herbie is gay Icon. Herbie ist ein perfektes Auto. Es ist ein Auto. Was wollt ihr von dem Auto? Lasst das Auto in Ruhe. Ja, die Seite ist lustig. Ford vs. Ferrari, don't know her. Gleich kommt noch sowas wie, wie kannst du Herbies, was weiß ich, Gattung, missgatten. Er ist kein Käfer, er ist ein Ferrari. Das Walk so tight, so tight, Alter, so ich hab Titanic gelesen. Cursed. Ich bin jetzt mit sicher, Kirby. Was? Bruce Campbell hat in den Herbie-Film mitgemacht? Wurde er gedreht von Sam Raimi oder was? Von Pete and Reed. Von Pete and Reed hat Ant-Man directed. Hui. Ja, was man alles so herausfindet. Für mich war es auch mal ein Wunder, als ich herausgefunden habe, dass Vin Diesel der Iron Giant ist. Auch wenn ich glaube, dass es bei einigen eher bekannter ist. Aber für mich war es irgendwie ein Wunder. Wusste ich auch nicht, aber ich habe auch Iron Giant nie geschaut oder so. Ja gut, okay. Hol's nach. Hol's nach. Ich werde dich jetzt nicht mit einer Fackel und Missgabel jagen. Aber ich finde, Iron Giant ist ein schöner Film. Und da weiß ich auch, viele sind auch der Meinung. Ich hol den jetzt extra nicht nach, nur weil du mir das gesagt hast. Nein! Ich hab den Film lange nicht mehr gesehen, aber ich hab ihn noch recht positiv in Erinnerung. Ich hab den Film ihre Mann gesehen. Das war der Film meiner Kindheit. Ja! Ich hab den Film so mehrere Male so oft gesehen, vor allem das. Ich hatte ihn mal auf VHS. Ich hatte den oft auch gesehen, als es auf RTL lief und so weiter. Super RTL meine ich. Ja, als auf Super RTL noch so Filme liefen, wie Shiros Reise in Zauberland. Evangelion. Oh Gott. Es gab Evangelion auf Super RTL? Ja, da haben die Weebelt-Filme gezeigt. Oh nein! Sicher, dass es nicht irgendwie, was weiß ich, auf RTL 2 war? Das war auf Super RTL. Alles klar. Okay, ja, aber... Ich erinnere mich deshalb dran, weil ich wollte den schauen und bin mittendrin eingepennt. Da weiß ich das so genau. Wenn es halt immerhin die nicht so ganz schreckliche Erfahrung von Evangelion ist, dann ist es ja in etwa akzeptabel.
Du bist mitten in dem Film mittendrin eingeschlafen, also das war nicht verständlich und so weiter. Das ist vollkommen verständlich. Evangelion, so ein Mist. Ob der Film meiner Kindheit war immer Das Schloss im Himmel, den fand ich ziemlich gut. Den habe ich zehnmal so schon angeschaut. Studio Ghibli, auch ein schöner Film, habe ich auch gerne gesehen. Habe ich glaube auch schon seit, also ich meine, dass ich den mal gesehen habe, aber auf jeden Fall auch so vor 15 Jahren, vielleicht mittlerweile. Also wahrscheinlich war dann cool, ich mag den. Ich glaube so meine Filme in der Kindheit waren König der Löwen und Armee der Finsternis. Nice. Ja, König der Löwen auch nie gesehen. Armee der Finsternis vor allem. Ich auch nie wirklich König der Löwen gesehen. Oder überhaupt. Und wenn von Disney, dann halt King Kuskus da, New Groove und Stitch. Und Peter Pan. Stitch habe ich gerne gesehen. Von König der Löwen hatte ich mal diesen zweiten Teil, der ja Direct-to-DVD oder VHS oder so war. Glaube ich. Den hatte ich mal. Kann sein, dass ich habe auch ziemlich viel diese Director-DVD-Zeugs angesehen. Alle Transaktionen leider. Warte. Ja, okay. Iron Giant und Terminator 2, aber auf Russisch waren auch mein Kindheitsfilm. Ich will sein Handy. Du Scheiße, auf Russisch. Ja, aber man muss immerhin sagen, es war noch mit der korrekten Farbausgabe, nicht mit diesem Digital Remastered Kram, was der James Cameron da gemacht hat. Gut glücklich, ne? Ich war dann sehr verwirrt, als ich das Remastered da mir angeguckt habe und auf einmal war es halt so eine andere Farblage. Ich dachte mir so, irgendwas ist da falsch. Irgendwas, aber dann, oh, deswegen. Aber ich habe einen Gebrauchladen auch gefunden, der tatsächlich dir noch eine alte Blu-ray von T2 verkauft. Für plus 3 Euro. Ich muss echt dann meine Digital Remastered Blu-ray dann dadurch ersetzen, ey. Oh, Slow-Mo. Ja, Slow-Motion. A shaky cam, you. Jetzt kommt der zweite nervigste Abschnitt im Spiel. Und was war der nervigste? Da kommt danach. Oh Gott. Okay. Nämlich der finale Bosskampf. Ich bin sehr enttäuscht, dass es keinen Boris gab, ey. Ja. Aber. Ja, okay. Ja, wir sind auf jeden Fall ziemlich nah dem Ende. Ja. Ich kann schon verstehen, dass du gesagt hast, dass wir das Finale letztes Mal nicht schaffen werden, weil das war ja schon ein bisschen. Naja. Wie lange. Ja. Wenn ich schaffen sollte, Prototype auf meinem PC laufen zu lassen, mal gucken, was das für eine Spielzeit das hat eigentlich. Sollte nicht allzu lang sein. Zumindest wenn du nicht auf 100% spielst. Ja, ich werde dann mehr versuchen. Aber ich glaube, unter 9 Stunden könnte vielleicht knapp werden. Also die Main Story halt durchspielen. When focusing on the main objectives, prototype is about 11 hours long length. Okay, das geht dann wohl eher nicht. Wobei, ich hatte das in Erinnerung, dass ich das auch schneller durchgespielt habe. Vielleicht so für ein First-Time-Placement. Ansonsten. Oh, warte, fastest 5 Stunden und 90 Minuten. Slowest 48, okay. Aber wenn ich jetzt wirklich komplett daran fokussiert bin, also Speedrun und so weiter, dann könnte ich es in 5 Stunden anscheinend schaffen. Kannst du einen Test-Placement machen, gucken, wie lange du brauchst. Ja, das könnte vielleicht ein bisschen anstrengend werden, aber ja. Ich meine, ansonsten go for it. Ich könnte dann halt, es ist eigentlich ein bisschen gut, dass man Nebensachen macht, weil die bringen dann auch Erfahrung, dass man sich verbessern kann.
Aber ich denke, das könnte ich dann vielleicht offscreen machen, dann halt onscreen nur die Story. Falls das in Ordnung ist. Ja, kannst du machen. Ja, ich glaube, ich meine. Alles klar, sollte dann auch helfen, ja, das Spiel schneller durchzuspielen. Wenn ich dann halt schon mehr Sachen freigeschaltet habe, die mir dann halt helfen. Mir ist noch eine Neuigkeit noch eingefallen, und zwar... Was? Ist, noch? Ja. Und zwar... Ihr könnt doch bestimmt noch ein Google Stadia erinnern. Ja, ah ja, stimmt, das wird da im Januar abgeschaltet. Oh no! Anyway... Was soll ich denn jetzt... Alle mal vor, das, aber was vor allem da aber auch gut finde, ist, dass sie halt sämtliche Käufe wieder erstatten. Ich meine, es ist Google, die können sich das leisten, aber immerhin, ja, das ist... Immerhin erstatten sie das zurück, ey. Ja, aber du merkst schon, das könnten nicht ganz so viele gewesen sein, wenn die das machen. Also, glaube ich. Ach Gott, diese ganzen Fan-Accounts von diesem Google Stadia-Zeugs, die immer wieder darauf beharren haben, dass es das Beste sein wird, was Gaming je passiert ist, ey. Tja, was oder passieren wird und dann sagen lässt. Dann ist es einfach so, ja, abgeschaltet. Es gab ja auch mal hier, keine Ahnung, Herr Tutorial-YouTuber oder so, der dann halt den 3DS so hoch gelobt hat. Oh ja, das ist doch so cool, ja, der 3D-Effekt, der ist so geil. Oh ja, nein. Der 3D-Effekt von dem 3DS, nicht den New 3DS, sondern den 3DS, wo du einfach nur einmal ein bisschen zur Seite schwenken musst und schon hast du Augenkrebs. Und vor allem gegen Ende haben hatte kein Spiel mehr diesen 3D-Effekt. Zum Beispiel bei Pokémon Mond zum Beispiel, da war der 3D-Effekt komplett abgeschaltet. Wow. Da haben die es aufgegeben. Aber ich meine, die haben ja sogar den Nintendo 2DS auch rausgebracht, wo dieses 3D-Feature komplett rausgenommen wurde. Ja. Es gab kein Slider mehr dran. das war komplett weg. Das Schreckliche an dem war aber, das konnte man nicht so aufklappen und so weiter. Das hatte diese hässliche Form, sag ich mal. Ja, der Türstopper. Ich hab den aber tatsächlich. Der sieht wirklich aus wie ein Türstopper. Ich hab den aber und ich hatte auch ziemlich viel Spaß damit gehabt. Aber ja, so ganz komfortabel war es halt auch nicht. Immerhin haben sie dann aber mit einfach dann direkten New 2DS XL daraus gebracht, was halt einfach super krass aufgepimpt war und dann noch mit dieser New-Funktion, wo mit Amiibos da abgespielt werden, wie benutzt werden konnten und einen zweiten Joystick hatte da, einen zweiten kleinen Control-Stick. Ich weiß von einem New 3DS, dass dann halt das Problem mit dem 3D-Effekt ein bisschen löst, dass halt das Gesicht scannt und halt das 3D-Effekt adaptiert. Aber ich habe nie was von einem New 2DS gehört, ehrlich gesagt. Ja, da kam auch rechts gegen Ende irgendwann. Verstehe. Mittlerweile ist doch so ziemlich der... Okay, dass für den 3DS keine Software rauskommt, ist ja klar, aber... Ja, schon seit Jahren nicht mehr. Ja, ist klar. Weil irgendwie kurz nach dem Release der Switch haben die halt die Heimkonsolabteilung und die Handheldabteilung zusammengelegt. Ja. Aber irgendwie für Nintendo Switch läuft's ja auch nicht mehr so ganz dolle, wie eigentlich ja gedacht, habe ich so das Gefühl. Ja. Wenn's halt so wirklich fast nur belanglose Spiele bekommt. Ich finde, die Switch ist eine coole Idee und so weiter alles, aber Nintendo macht einfach eine falsche Entscheidung nach dem anderen, habe ich das Gefühl. Ah ja, und wo wir gerade bei Nintendo sind, die haben jetzt kürzlich beschlossen, dass keine freizügigen Spiele mehr auf die Switch dürfen.
Was? Es dürfen keine freizügigen Spiele mehr auf die Switch. Keine freizügigen Spiele mehr? Ja, also... Nee, Mann, das ist sowieso, die zensieren doch alles weg, oder? Nintendo macht das jetzt inzwischen auch, weil kürzlich gab es ein Schild von Entwickler, dass ihr Spiel von Nintendo abgelehnt wurde, weil es halt so freizügig ist. Wow. Okay. Wie lahm. Too hardy for our console. Leider nicht Base, das ist eher cringe. Das ist nicht mehr Base. Das ist ziemlich cringe. Yep. Weißt du, dass man das auch noch, wie man das auch noch nennt? Zensur. Definitely. Weil was sind denn eigentlich jetzt mit Bayonetta? Sie ist nicht so ganz freizügig, aber sie ist irgendwie schon irgendwie so. Fast schon wie eine Dominatrix in einem Leder-Outfit. Ist der kinky Shit, aber halt Outfit nicht der nackte so. Shit. Was? Sind nicht ihre Haare ihr Outfit oder so? Ihr Haare sind ja. Es ist ihr Outfit mehr oder weniger, aber halt. Der Outfit sieht halt dennoch so aus, als ob sie jetzt gerade ein Leder-Outfit ist. Achso. Ja, in einem Haut. Festen Lederanzug oder so. So Skin-Tight meine ich halt. Okay, gute Nachricht ist, der zweitschlimmste Abschnitt ist geschafft. Die schlechte Nachricht ist, jetzt! Ja. Die schlechte Nachricht ist, jetzt kommt der schlimmste Abschnitt. Oh no. Ja, ich meine, wenn es halt solche hautengen Anzüge sind, dann ist halt okay, aber wenn es nur eine Andeutung von Freizügigkeit gibt, oh no, dann ist Big Ärger. Oh nee, die, no! Die sind Big Mad. Oh, ja, Tony hat ja auch schon einen Arsch zensiert in Devil May Cry 5. Ja, mit so einer Lensflare, ne? Mhm. Richtig hässlichen Lensflares. Aber warum? Man hat doch eigentlich nur den Ass-Crack gesehen, der war doch nicht... also... Nicht mal den vollen Ass-Crack. Ach, DMC5 ist auch so ein... Das war ja auch mal da. Das Spiel soll halt anscheinend gut sein, aber halt... hast du dann halt Bullshit wie... kauf dir die roten Orbs und so weiter. DMC5 ist irgendwie so, was Leute sich unter Devil May Cry vorstellen. Ja, das stimmt, das ist so ein bisschen Gefühl. wenn halt irgendjemand DMC noch nie gespielt hat, aber er weiß halt so minimal, wie es aussieht, dann denkt er so an DMC 5, aber es ist eigentlich mehr so DMC 1 oder 3. Oder 2. Und DMC 5 ist auch schon ziemlich ja, auch stimmt, einfach. Ja, stimmt, echte Gamer spielen DMC 2. Ja, wenn man halt richtig hardcore unterwegs ist. DMC 5 ist auch der einfachste Teil. Ehrlich gesagt, DMC 2, da habe ich mich auch schon ein bisschen gewagt, das so zu spielen. Ich bin auch schon um einiges weit. Ich hab's durchgespielt mal. Ach du Scheiße, das tut mir leid. es war lustig. Es war lustiger Trash. Danke für deinen Service, Sir. Ich kann mich zwar kaum mehr dran erinnern, ich weiß aber nur, dass der Endboss, ich hab das Spiel so gespielt, wie man es halt spielen muss, nur mit der Pistole halt. Und erst bei dem Endboss habe ich wirklich mit dem Schwert gekämpft. Ja, aber ansonsten nur mit der Pistole. Ja, ich habe gehört, irgendwie der Endboss soll irgendwie das einzige Gute an dem Spiel sein. Ja, ich glaube, es ist das einzig Gute, weil es das einzig Herausfordernde war in dem Spiel. Ansonsten war es einfach alles nur mit der Pistole zu erledigen. Und das Movement war auch etwas komischer halt. Und ach Gott. Es ist sehr interessant. DMC 5 ist auch definitiv der einfachste Teil, wenn man befasst. Man startet das Spiel und kriegt schon dafür einen goldenen Orb. Womit man halt. Oh nein. Ich hab jetzt keine Ahnung, woran ich gestorben bin. Die Elektrizität war zu krass für Bond. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Hat sich gegen Bond verschworen.
Oder das Feuer ist schuld. Das Feuer ist schuld. Eins und eins. Manchmal kommt jede Hilfe zu spät. DMC5 ist auch aber auch ziemlich gehypt bei Leuten und so weiter. Aber ich glaube, das ist auch nur größtenteils. Es ist halt neu. Neuer Devil May Cry weiter. Weißt du, irgendwie habe ich es. Ich beobachte das gerade schon ein bisschen öfters, gerade mit Doom, weil das ist das beste Beispiel. Leute, die das Spiel, die Originaltitel nie vorher gespielt haben, aber halt wissen, oh ja, in der Vergangenheit war es mal ein ganz großes Ding. Und deshalb lieben die das Spiel. Irgendwie. Weil die ja richtige Gamer sein wollen, ohne die Originalteile überhaupt spielen zu müssen. Ich meine, die, ja. Die haben halt den Download von YouTubern immer nur gehört, wie geil Doom es ist, und haben wahrscheinlich immer nur geträumt, wie es ist, Doom zu spielen. Dann kommt halt ein neuer Doom-Teil raus mit moderner Grafik und neuer Steuerung. Plötzlich moderne Steuerung und was weiß ich noch alles. Und dann halt so, hey, krass, es gibt Doom, neuer Doom-Teil, ja. So stell ich es mir halt vor. Man kann Doom BFG Edition kaufen, da hast du Doom 1 und 2 dabei und auch Doom 3. Nicht unbedingt das, was man tun sollte, aber hey, du kannst auch Doom 1 und Doom 2 an sich auf Steam oder GOG kaufen. Und auf Nintendo Switch und. Wenn jemand wirklich hier Doom spielen wollte, dann hat er immer die Möglichkeit dazu. Vor allem wollen wir die ganzen inoffiziellen Pods nicht vergessen. Aber, Zelda, was du gerade eben gesagt hast, das ist aber falsch. Was? Mittlerweile. Du kannst dir mittlerweile Doom 3 BFG Edition nicht mehr auf Steam kaufen. Auf Steam, die haben nämlich den Shop simplifiziert in Software auf Steam, und zwar du kannst dir nur noch Doom 1 von 1993 kaufen. Was eigentlich Ultimate Doom ist, damit die Leute nicht verwirrt werden. Du kannst ja nur noch Doom 2 kaufen, was aber eigentlich Doom 2, Doom 2 Enhanced, Master Levels vor Doom 2 und Final Doom ist, damit die Leute nicht mehr verwirrt werden. Und du kannst ja nur noch Doom 3 kaufen, wo aber auch Doom 3 Resurrection of Evil und Doom 3 BFG Edition dabei ist, damit die Leute nicht verwirrt werden. Das heißt, du kannst ja eigentlich Doom 3 BFG Edition so nicht mehr kaufen, du kannst nur noch Doom 3 mit den anderen Sachen kaufen. Das ist ja irgendwie ziemlich scheiße, wie die es da gemacht haben. Ja. Und eigentlich, ja, Ultimate Doom ist eigentlich ein eigenes Spiel früher gewesen. Ist aber nur noch unter Doom gelistet. Das heißt, wenn du Doom haben willst und du kaufst dir Doom, dann bekommst du eigentlich Ultimate Doom. Das Gute aber, wenn man da schon Doom 2 und Doom 3 hatte, bevor die das umgeändert haben. Bei Doom 3 hatte ich zuvor nur als normale Doom 3 Version. Und das Add-on, das Resurrection of Evil, konnte ich nicht kaufen, weil es auf Steam ja gesperrt ist in Deutschland. Und bei Doom 2 hatte ich dieses Final Doom nicht dazu gehabt. Dieses Master Level und was weiß ich noch alles. Master Level war ein separates Spiel, also separate Anwendung auf Steam. Durch diese Umkrempelung habe ich jetzt noch die BFG Edition und das Resurrection Add-on gratis dazu bekommen. Aber ja, bei mir also ist das eigentlich ist es ja besser, weil man muss sich ja weniger Zeug kaufen. Aber das Problem ist halt so, dass halt die Namensgebung ist halt mehr verboten. Ja, bei mir war es genau umgekehrt. Ich hatte die BFG Edition gehabt und habe dann plötzlich das Original Doom 3 und Resurrection of Evil bekommen. Ja, war bei mir auch so. Ich habe auch Doom 3 BFG Edition gehabt. Hab es auch bekommen. Ich hab eigentlich jedes Doom-Spiel über Steam gehabt, also von dem her was eigentlich egal. Dings noch bei Final Doom. Final Doom wird ja dann nur noch als, wenn man bei Doom 2 dann auch spielen klickt, gibt's ja dann diese mehreren Auswahlmöglichkeiten. Und Final Doom wird dort als die Episoden TNT, Evolution und Plutonia dann angegeben. Ja, okay. Habe ich jetzt nicht wirklich gewusst, dass es da als diese Episoden angegeben werden. Ich dachte, es wird dann als Final Doom angegeben. Hm. Ja, das, was ich halt immer mache, ist, ich mache das halt so, ich lade mir die Spiele runter und dann nehme ich einfach die .wat-Datei und extra und also. Okay, Leute, jetzt kommt der absolute Krebsabschnitt.
Okay. Oh, ich bin schon gespannt. Und das sogar mit einem Zeitlimit. Ja. Was ist aber mit Leuten, die das Doom 2 und das Final Doom separat jeweils gekauft haben? Weil die jeweiligen Spiele kosten ja 5 Euro. Oh, und dann haben sie halt einfach 5 Euro für nix ausgegeben dann. Wenn es halt da in Doom 2 dann zusammengeboxt wurde. Vielleicht hat die Software das denen einfach gegeben oder so. Wie bei Doom 3 DFG. Nee, ich meine, wenn man da Doom 2 schon gekauft hat und Final Doom als separates Spiel gekauft hat. Das war ja da, ja, dass es ja separate Spiele waren halt. Und dann war es halt so. Einfach, ja. Kein Geld. Hm. Aber und mit Quake haben sie das ja auch gemacht, diese Umkrempelung. Bei Quake 1, wenn man das kauft, da werden auch die Add-ons mitgekauft. Also halt, beziehungsweise mitverkauft halt. Das heißt, diese Add-ons sind dann nicht mehr separat zu kaufen, sondern kommen halt schon mit dem Hauptspiel mit. Dieses Scourge of Armageddon und Dissolution of Eternity. Ich hätte gerade irgendwie noch ein anderes Gesprächsthema, aber ich bin mal kurz AFK, vielleicht fällt es mal wieder ein. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Okay. Ja, hier mit, Quake war das und auch mit Quake 2, da haben sie auch die Mission Packs auch in das Spiel schon mit integriert und bei Quake 3 haben sie das Team Arena auch in ein Paket umgeändert. Das ist aber auch schon ziemlich lange her, das ist schon war, das war im August, Anfang August war das der Fall, dass sie das da umgeändert haben. Ich schätze mal, wenn halt dann so neue Spiele zu alten Reihen kommen, ich schätze mal, es ist halt wirklich erstmal okay, dass sowieso dann halt so ein neues Spiel zu einer alten Reihe kommt, ist immer ziemlich cool. Egal, ob das jetzt irgendwie, oder zumindest interessant oder schon spannend, wie das dann sein wird. Wenn es halt wirklich was Neues da gibt. Als halt zum Beispiel bei Devil May Cry ist halt dann so, ich meine, der letzte Teil war ja da von 2008 mit dem Reboot von 2013. Und dann fünf Jahre später kam dann halt ein fünfter Teil. Und, ja, war dann da. Und bei Doom war das ja, war 15, 14 Jahre her von Doom 2016. Und Doom 3 war ja schon über 10 Jahre Unterschied halt. 12 Doom Jahre. Doom 3 war 2004. Ja, 12 Jahre sogar. Dann ja, und das dann halt da ein neuer Teil auf einmal dann kommt, da kann man halt schon ein bisschen hyped sein halt. Ich kann auch man schon mal sehen. Doom 2016. Aber ich habe nie einen Zeit in Facebook geschafft. Nie. Ich habe auch Doom den 2016er Teil auch nur einmal durchgespielt, weil das ist ebenso. Weil es war echt so ein Spiel, das einmal durchgespielt und dann halt immer wieder anfassen. Weil ich meine, warum ist das Spiel sonst so für 10 Euro im Gebrauchtmarkt zu kaufen? Ja. Das ist ziemlich wenig für ein Spiel, was so hyped war. 10 Euro. Angeblich gehyped war. Wenn er angeblich so gut sein soll, war wie der Hype sagte. Es ist ein Scheiß gewesen.
Ich meine, der 16. Teil ist ja noch so... Ja, es geht, aber... So eine Katastrophe ist... Jetzt nicht so ganz. Die Teile ist halt dann so... War ja schon absurd. Ja, wie hype das war. Also, ich hatte nämlich mit Doom 2016 in meinem ersten Playthrough richtig Spaß. Und dann aber... Ich halt den zweiten Playthrough habe ich dann nie geschafft. Weil es ist halt tatsächlich so, du... Irgendwie... Es ist halt so zu linear und so, dass du halt noch weiter einen Playthrough machst. Das ist halt... Weil das Problem ist halt, Doom 1 und 2 ist halt so, so viel besser, dass du halt dann viel lieber die spielst anstatt 2016. Und dann hast du halt Doom Eternal und... Wo du halt einfach keine einzige Minute dran Spaß hast, so. Und, Ich habe ja auch nur Eternal nur ganz kurz mal beim Kumpel gespielt auf der Konsole, aber es war halt echt auch nur so. Joa, es ist halt in Ordnung. Mir ist aber manchmal aus welchen Gründen ein Bug passiert, dass da, wenn ich gespawnt bin, die Map vor mir nicht geladen wurde. Er hatte nie das Problem gehabt, aber bei mir kam das andauernd vor, als ich dann gestorben bin, wieder gespawnt bin. Das ist einfach vor mir nichts geladen halt. Und ich dachte mir so, the fuck ist denn das? Ja, schon, wie ist das? Ja, mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Und zwar, es ist ja immer lustig, sich über Call of Duty halt lustig zu machen. Und das letzte Spiel, was herauskam, war ja Call of Duty Vanguard. Und die haben ja zwei Waffen noch rausgebracht, so. Also Late-Game-Content halt. Und die eine Waffe war einfach eine copy- und pastete Waffe aus Call of Duty Advanced Warfare. Und das war eine Laserwaffe. Oh, ich ahne schon, welche das war. Ja. Aber Call of Duty Vanguard ist doch... Ja, ein zweites Weltkriegsspiel. Und das ist ja der Witz dran. Und jetzt haben die halt eine Advanced Warfare-Waffe in Call of Duty Vanguard im zweiten Weltkriegsspiel, die halt Laser verschießt. Und jetzt haben die noch in ihr zweites Weltkriegs-Call of Duty-Spiel die F-2000 reingebaut. Aus irgendeinem Grund, ich habe keine Ahnung warum. Die Ja, F-2000. Okay. Die eigentlich erst so 2004-2003 in Entwicklung war. Aber okay. Aber sie haben ja auch die ganzen, also sie haben ja auch richtig viele Skins drin, wo du halt so... Keine Ahnung, Leute, hast du so Roboterhelm oder so und dann haben die überall so Neonstreifen drauf und so, das ist natürlich kompletter Witz. Okay, 2001 wurde es komplett zu Ende entwickelt, die F-2000. Ah, okay. F-2000 war eine ziemlich krasse Waffe in Battlefield 3 und 4. Aber okay, aber das ist ziemlich komisch. Ich hab letztens... war tatsächlich COD4 im Multiplayer ein bisschen gespielt und eine Runde war dann mit, ich glaube, 16 Spieler pro Team und das im Killhouse. Oh. Und hey. Meine Güte, das war ein Granatenschuss, diese Raketenhagel bis zum geht nicht mehr. Also Raketen, diese Predator-Rakete Killstreak da. Das war... Du meinst, glaube ich, den Luftschlag, glaube ich, weil die Predator gab es erst in Modern Warfare 2. Ja, Luftschlag war... Nee, das Ding ist, man konnte auf dem Server, wo ich gespielt habe, konnte man tatsächlich so eine Predator-Rakete haben. Das war ganz komisch, das war wirklich... Man konnte da wirklich so eine Predator-Rakete steuern, obwohl sie eigentlich... nicht im Hauptspiel da war eigentlich. Ne, im Hauptspiel hat man ja nur 3 Killstreaks gehabt. Die Drohne, diesen Luftschlag und der Helikopter, der dann passiv da mitmacht halt. Aber auf diesem Server konnte man echt so eine Predator-Rakete starten, ey. Das war richtig weird. Da haben die vermutlich nachträglich reingemoddet. Ja, das war auch ein Mod, da ich mod... Als ich den Server auch betreten habe, hat es auch automatisch so ein die COD4 Version 1.8 auf der 1.7 gedowngradet. Wegen Mod-Kompatibilität. Es war ein solches Gehagel und Chaos. Es war auch laut. Also man hat
durchgehend immer nur Explosionen und Geschosse und was auch immer gehört, es war ein absolutes Chaos. Aber auch echt lustig, ey. Natürlich, okay, ja. Aber ich überlege auch, ob ich auch das Remaster kaufen sollte, weil das halt tatsächlich Bot-Matches bietet und irgendwie finde ich das Szenario bei COD4 am angenehmsten, auch das ist halt bloß mit diesen mittlerweile, okay, modernen Waffen, halt so mit MP5 und AKs und so ein Zeugs und die Maps finde ich da irgendwie angenehmer als bei Black Ops 2 und sowas halt, also. Ja, COD4 ist auch mein meistgespieltes Call of Duty Multiplayer. COD4 Multiplayer ist halt irgendwie, ist halt noch so von, ist halt noch alt, ältere Gameplay-wise halt. Komm. Also, das ist halt noch so schön simpel. Ja, das ist halt kein so halbes MMORPG, wo du halt erstmal, keine Ahnung, 30 Waffen und Aufsetzungen zusammen musst und musst irgendwie für 3485 Stunden aufleveln oder so. Und es gibt 3000 Kills, wie gesagt. So, Es gibt auch dort nur so ein paar Waffen, also die eine M4, AK, eine STG44. Und auch nur ein paar Perks, halt Rotpunkt, Schalldämpfer und Granatwerfer und ACOG-Visier, das war's. Ja, du meinst Aufsätze, halt so nicht Perks? Ja, Aufsätze halt. Und Perks gab's ja dieses, das erhöhte Patronenschaden, was einfach im Grunde dann jeder benutzt hat. So, scheiß ja, auf, Was hat das hier, Stil, oder also Stil Point, irgendwas, kaum. Ich weiß auch nicht, es ist erhöhte Feuerkraft, mehr Gesundheit, das ist richtig crazy, ey. Aber ja, irgendwie, das ist halt so viel angenehmer, wenn es halt, und das habe ich auch generell wieder bemerkt, es ist so viel angenehmer, wenn es einfach so simpel gestaltet ist und nicht irgendwie dieses so ein Clusterfuck ist an irgendwelchen Freischaltoptionen und dass man eigenes Leveling hat, aber auch die Waffen leveln muss, oder ich meine, bei irgendeinem anderen COD-Teil, dass man doch teilweise die einzelnen Visiere hochleveln muss, um die verschiedenen Visierpunkte freischalten zu können. Ja, die Sides in dem Visier noch drin ist. So viel Bullshit, ey. Denk mir so, nee, ich will einfach nur, was, eine MP5 in der Hand nehmen oder eine AK und einfach das Spiel rocken halt. Ich glaube, Infinite Warfare war so am aggressivsten damit, weil du kannst ja sogar irgendwie, da ist ja noch diesen Schwarzmarkt, so, wo du halt Lootboxen holen konntest, dann kann das teilweise so. Also, du konntest sogar bestimmte Killstreaks, da gab es nur per Waffe und so. Du hattest zum Beispiel eine Waffe, die hatte dann den Nuke-Killstreak freigeschalten oder so, wenn du die benutzt hast, komplett bescheuert. Und du musst es natürlich Glück haben, dass du es auf der Lootbox bekommst. Die New Killstreak in MW2 ist ja auch so super deppert, ey. Ja, du gewinnst einfach, indem du dich selber mit einer Atombombe umbringst. Aber nicht nur das, sondern das gesamte Match wird direkt beendet. Oder? Ja. Hieß doch die Moab, ja. Ja. Ja, die Moab war noch harmlos, weil die nicht das Spiel beendet hat. Ja, nee, war die Moab nicht in MW3 und die Sieg in MW2 oder so? Ja. Weiß nicht. Achso. In MW2 hat es einfach direkt das Spiel beendet. So, warum? So, why? Da hat man minutenlang auf ein Spiel gewartet. Dann joint man rein und dann wird es halt direkt beendet, weil jemand eine Nuke gezündet hat. Läuft. So, okay. Normal. Bringst du nicht? Ja, aber halt echt so. Aber auch bei Counter-Strike auch. Ich spiele nur Counter-Strike Source, das ist Global Offensive. Nee, irgendwie gefällt mir einfach nicht so, es ist nicht so. Diesen ganzen Skins da und was weiß ich noch alles. Counter-Strike Source ist halt auch noch ziemlich simpel. Und diesen ich spiele auch nur mal auf einen bestimmten Server und zwar dieses, wo sozusagen Team Deathmatch drauf gespielt wird. Da so viel mehr Spaß mit als
mich anderen Multiplayer spielen, ey. Das ist auch ziemlich ein Clusterfuck da, zwar, aber irgendwie ist das halt echt ziemlich spaßig noch. Hat zwar den beschissenen, so ein beschissenes Premium-Spieler-Ding drauf, wo halt dann Leute, die Geld da rein investieren, halt so mehr Leben bekommen, die AWP kaufen können, weil normal kann man die AWP da nicht kaufen, wenn man da kein echt Geld rein investiert hat. Und so ein Blödsinn, aber das haben da nicht sehr, haben nicht viele Spieler da. Also pro Spiel gibt's vielleicht nur ein, zwei Leute von, ich glaube, 16 Leuten, die da mit einer AWP rumlaufen. Also. Das bringt, glaube ich, im Team Deathmatch auch nicht so viel. Ja. Und die Map, die da gespielt wird, ist auch der Dust 2, aber Unlimited, also eine halt erweiterte Version von Dust 2. So eine Custom-Made Dust 2 Version. Ja, ich finde diese Unlimited Maps sind cool, weil die machen so diese so ein paar Türen und so auf, ne? Ja. Die erweitern die so ein bisschen, also schon nice. Ja, das hat schon was, ja. Das ist echt ich finde CSGO war schon ziemlich cool, aber für mich ist das halt ziemlich verreckt, als die Spieler-Skins so eingefügt haben, wo du halt machen kannst, dass dein Typ halt so einen gekauften Skin haben kann, weil du weißt ja, dass halt die Terroristen, ne, die haben ja immer so Khaki-Farben oder so Beige-Zeug an und so Zeug, ne, so Jeans und sowas. Und die Anti-, also Counter-Terroristen, die haben ja immer so blaues Zeug meistens an oder halt so ein bisschen grün und sowas. Und mit diesen neuen Spieler-Skins, da kannst du halt auch aussehen wie so eine Frau oder fast wie so ein Anime-Typ halt. Und die Sache ist halt, dass es halt Custom-Skins gibt, die halt richtig Camouflage haben. Und dann kannst du dich halt einfach in den Bus setzen und du wirst halt schwerer gesehen als ein Original-Skin. Ist einfach Counter-Strike Online geworden, ey. Ja, so, ja, nicht so krass, aber halt fast irgendwie. Ich meine, CSGO ist ja eh mittlerweile kostenlos, also von dem her. Aber Counter-Strike Online, also ich spiele gerade eher Counter-Strike Online und ich hab Counter-Strike, glaub ich, fand ich was. Da bekomme ich teilweise Mitleid mit dem alten Kumpel, der mir das mal gekauft hat. Muss mir jetzt das doch nicht kaufen. Das ist online. Das Ding ist halt, wenn man es kostenlos macht, da gibt's halt so ein Ding. Nein. Gibt's so ein Ding, dass man da nur, glaub, bestimmte Matches, keine Ranked-Spiele spielen kann, meine ich. Noch irgendwelche. Und irgendwelche anderen Beschränkungen. Aber es gibt halt so ein 10€ Auktion da, womit man halt das komplette Spiel dann spielen kann. Alles klar, verstehe. Und die Leute, die halt schon davor CSGO gekauft haben, haben dann als Entschädigung so eine Medaille im Spiel bekommen. Also, okay, was ist hier? Das heißt. Okay, was heißt hier Entschädigung? Einfach nur so, weiß nicht, als so ein Treue muss halt irgendwie sowas in der Art. Gab's ja auch bei TF2 ja auch so ein Ding, dass sie da bestimmte Medaillen rausgegeben haben, so wenn man das Spiel angefangen hat zu spielen und gab's halt so Bronze und Silber und Gold für Leute, die also warte mal, wie war es? Ich glaube Silber und Gold für Leute, die das halt auf jeden Fall noch vor dem Gratis-Update da gespielt haben und ab da gratis nur noch so ein Bronze-Ding. Aber für Leute, die es schon ab Day One oder glaube seit der Beta es gespielt haben, haben sie so eine Platin-Medaille bekommen. Also auch alles in-game, aber ja. Cool, ganz cool alles. Ja, ich hab dich sogar. Aber ich hab halt CSGO nicht installiert, ich hab halt gerade nur Counter-Strike Next und Studio installiert. So, es ist, glaub ich, schon mittlerweile fast eine bessere Alternative, wenn man nicht ja nur an diese. Wenn man nicht ja dauernd genervt will von YouTubern oder was auch immer. Ja. Counter-Strike Next und Zombies.
Nee, es heißt mittlerweile Counter-Strike Next Zone Studio, weil die haben den Studio-Modus hinzugefügt und haben mich so benannt. Nee, aber ich meine, es gab ja hier. Habe ich mal selbst sogar gespielt. Ach du Schreck, ey. Das war. Ja, wie viele Stunden hast du in dem Spiel Counter-Strike Next Zone Studio? So, keine Ahnung, ich habe das mal ein bisschen gespielt. Also, es ist halt Nexon Zombie Seas. Kannst du auf Steam nachschauen, die werden ja nicht gelöscht, die Free-to-Play-Spiele, wenn du die aufhörst zu spielen. Verdammt, keine Ahnung. Kannst du das, glaube ich, danach suchen, dann auf Steam-Library, dann kannst du sehen, wie viel du gespielt hast. Ich habe aber auch mal, eine Zeit lang das 1.6 auch mal gespielt. Das war eigentlich auch noch ziemlich witzig. Ich habe ehrlich gesagt Crossfire. Gespielt. Ich habe es auch mal ein bisschen gespielt. Ich hatte kein Counter-Strike Source oder 1.6 oder sonst was und habe dann halt stattdessen Crossfire halt gespielt und hatte damit ganz ehrlich gesagt meinen Spaß damit. Ich mag halt immer die PvE-Zombie-Modi in solchen Spielen. Außer in Combat Arms, da ist der richtige Müll, da macht überhaupt keinen Spaß in Combat Arms. Ja. Combat Arms! Ich kann mich da ganz gut erinnern, wie ich in der Oberschule einen Klassenkollegen hatte, Klassenkamerad, der dann halt immer so, ja, Combat Arms und so weiter war. Und da mochte Combat Arms wirklich sehr. Da habe ich ihn halt mal habe ich mal Combat Arms angetestet, fand ich scheiße. Da bin ich zu ihm gegangen, habe ihm Crossfire stattdessen empfohlen. Hat er dann gespielt, fand er besser als Combat Arms. Ja, Crossfire ist auch besser als Combat Arms. Lustigerweise ist Crossfire nicht so pay-to-win wie Combat Arms. Ja. Weil in Combat Arms kannst du dir ja, das Dummische an Combat Arms, du kannst ja auch so Rüstungen zu kaufen für deinen Charakter. Deine Sets ja auch verbessert und dann kannst du sogar noch die Rüstung verbessern, die ihn dann noch weiter verbessert. Nur die Verbesserungsstufe kannst du halt an der Rüstung nie erkennen, das heißt, du wirst halt nie unbedingt wissen, so, wie viel der Gegner halt aushält. Und manchmal packst du halt mit einer Noob-Waffe irgendwie, keine Ahnung, halbes Magazin den Typ, dass er dich halt One- oder Two-Shottet und da steht halt irgendwie nur so dran, so, ja, du hast schon 2 Damage gemacht, nicht so, hä? Sollen wir? Also was ich da mal gesehen hab, bei Crossfire, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber man konnte jede Waffe, konnte man dann halt mit den Ingame-Währung freischalten. Und man konnte auch hier Skins für andere Waffen, für dieselben Waffen halt besondere, super duper coole Skins halt mit der Ash-Geld dann halt bezahlen und so. Oder man konnte sie, wenn man Glück hatte, die auch irgendwie freischalten, wenn man es Glück hat irgendwie. Ja, aber nur wenn du Glück hast, aber ansonsten. Ja. Aber das sind wiederum, wie gesagt, das sind nur Skins gewesen. Das sind nichts Besonderes da. Also beziehungsweise halt die eine Waffe, aber halt, ja, dann halt die seinen Skin hat. Und so oder so. Anfangs war es ja ein bisschen weniger, aber als ich es später nochmal gespielt habe, da war es dann viel mehr so. Da wurde man voll beladen mit irgendwelchen Gratis-Zeug. Das sind halt Gratis-Waffen, Gratis-Skins, Gratis-Ausrüstung, dies und das. Und gerade mit den PvE-Modis, die wesentlich später gekommen sind, wie halt der Zombie-Modus und so weiter, da konnte man dann auch noch so viel weiteres freischalten, indem man das gespielt hat. Ich hätte wirklich mehr von dir erwartet. Komm rüber und kämpfe! Okay, Hudson. ja, das ist die Stimme. Und der Motion Controller ist irgendwie. Ist zwar jetzt kein Counter-Strike-Klon, aber ich habe auch gern Warface auch mal so ein bisschen gespielt. Ja, Warface ist auf der Konsole. Ist ziemlich okay. Aber mittlerweile nicht mehr. Weil mittlerweile hast du das Problem, dass die Waffen. Na, jedes Mal, wenn du bei Warface ein Spiel spielst, dann musst du ja deine Waffen reparieren. Ja. Warface oder Warframe? Warface. Also, okay. Das Kriegsgesicht. Ja. Und Kriegsgesicht. Mittlerweile ist halt das Problem, dass die Waffen, die halt eine höhere Stufe haben als die niedrige, also der war so eine Seltenheitsstufe irgendwie. Und wenn du halt eine Waffe spielst, die halt höher ist als die normale Waffenstufe, dann kostet die Reparatur mehr,
als du durch Spielen bekommst, außer du hast einen Premium-Account. Und deshalb ist das Spiel fast unspielbar, weil du immer ein Gelddefizit bist. Außer du willst halt mit einer Standard-Scheißwaffe rumlaufen, dann nicht. Außer irgendjemand. Ist ja ziemlich scheiße. Ja. Das war aber um einiges besser, aber auch nicht. Oh, und du kannst dein Bild auf Video nicht höher stellen, das ist irgendwie kaum 60 Grad oder so. Das spielt mir nicht. Ich hab, Ding mal, Warface. Bei einem Kollegen war, das ist in der Beta, war auf der 360 gespielt. Sollte tatsächlich auch noch auf der 360 erscheinen und Warface Beta auf der 360 war ziemlich lustig. Gab zwar gewaltige Verbindungsprobleme, also der Ping war bei ihm ziemlich hoch. Ich hab da mit der Shotgun gespielt, hab dann so einen Typ in den Kopf geschossen damit. Und erst eine Sekunde später kam der Schuss an und erst später ist er durch das Fenster dann geflogen. Ist er so. Was? Der ist einfach runtergesprungen, ey. Also, ja, da kann ja runterspringen. So, deswegen. Ich dachte schon, der Typ hat einfach so Suizidplan, so, kein Bock mehr, tschüss. Und einfach so. Ja, das wollte der Bosskampf ziemlich verkürzen, weil das so ziemlich der schlimmste Bosskampf, den ich seit langem mal hatte. Ja, ich kacke aus, ey. Aber ja, das Warface. Sieht so viel aus, der Typ, ey. Warface auf der 360 war schon ziemlich in Ordnung. Hatte auch keine Pay-to-Win-Zeugs drin, halt, es war einfach ein. Entschuldigung, war Warface nicht das Spiel von Crytek oder so? Oder? Ja. Also, fand das ziemlich lustig und als ich bemerkt habe, oh, es gibt jetzt auch auf der Xbox One da zu spielen. Na, ja, hab ich einfach mal gedacht, so, ja, kann man wieder ein paar Runden spielen. Hab auch die Maps gespielt, die ich in der Beta gespielt hatte, und ja, war so ein kleiner Nostalgietrip so gesehen. Aber ja, ist der Publisher von Warface nicht mittlerweile My.Games? Ich hab keinen blassen Schimmer mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, der Publisher ist mittlerweile nicht mehr. Also, Crytek ist nur noch der Entwickler. Publisher würde es jemand anders mittlerweile. My Games, ja. Als Entwickler wird aber auf Steam auch My Games angezeigt. Ich glaube, die bei Crytek haben das Spiel dann, glaube ich, an die verkauft. Ja, kann gut sein. Ja, My Games ist ein riesiger, russischer Entwickler und Betreiber von Videospielen. Das ist ziemlich groß. Die haben auch ihren eigenen Launch und so. Die haben 10 eigene Studios. Na, alles klar. Die kann ich aber auch erst nur durch arbeitstechnische Gründe. Also irgendwie mit Crytek, existieren sie noch oder? Ja, die existieren noch. Ich dachte, die wären schon irgendwo nur noch ein ganz laser Cry irgendwo aus der Tiefe. Das wäre dann eine richtige Hand, wie die zu finden. Ob sie aber jemals wieder risen? Ich dachte, die hätten schon ich dachte, die wären schon noch untergegangen in der ganzen Crisis. aber das ist ein ziemliches Far Cry halt. Von der Crisis. Warte mal. Na ja, okay. Na ja, gut. Ich muss gerade gucken, ob wir Far Cry 1 auf der Liste haben. Soweit ich weiß, nicht. Okay. Auch hier. Da musst du mal schon durchspielen, das war ein bisschen länger.
Jawohl, ja. Ich glaube Far Cry 1 innerhalb von 9 Stunden wäre nicht möglich, weil... Nicht, weil es ein langes Spiel ist, sondern... Weil die Gegner-KI einfach... unglaublich ist halt. Raketenwerfer. Raketenwerfer-Sniper, ey. Und man stirbt schon mit 2-3 Schüssen aus einer Pistole, ey. Und das ist... Wow, ey. Far Cry 2 ist ja nicht besser, obwohl es ja anfangs gelobt wurde, warum auch immer. Ja, Far Cry 2 wird jetzt auch wieder total gelobt. Die Leute lieben das Spiel einfach, ich sag so, bestes Far Cry. Ich meine, der Detailgrad ist schon ziemlich beeindruckend, aber das Spiel ist so scheiße. Ja. Gehst zum anderen Ende der Map, Bix gesagt, oh, fahr zum anderen Ende der Map und mach dort ein 10 Sekunden Auftrag, fährst du dorthin mit irgendeinem Kackauto, was jedes Mal bei jedem Steinschlag fast einen Motor qualmt, während andauernd hinter dir irgendwelche Typen mit LMG so Vans kommen und dich andauernd stören. Malaria. Und, ja, Malaria kommt ja auch noch hinzu. Genau. Meine fucking Fresse, ist nervig. Far Cry 2 ist einfach so ein Spiel, das kannst du beschreiben, so. Du fährst mit deiner Schrottkarre durch die Wüste, hast Malaria und deine Waffe geht kaputt und sowas. Und drum um dich rum fängt dann alles an zu brennen. Genau, ja, und ja. Oh, die Folge ist so gut gewesen. Ja. nur coole Leute wissen die Referenz. Ich hab das ja sogar als Review auch sogar nachgemacht. Du denkst, du kennst den Krieg, aber dieses Spiel ist anders. Der Krieg hier ist nicht nur Leute erschießen. Der Krieg hier ist stundenlang hinfahren und dann Leute erschießen. Der Krieg hier ist stundenlang hinfahren und Leute erschießen und da geht die Waffe kaputt. Der Krieg hier ist stundenlang hinfahren und Leute erschießen und da geht die Waffe kaputt. Du kriegst einen Malariaanfall. Der Krieg hier ist stundenlang hinfahren und Leute erschießen und da geht die Waffe kaputt. Du kriegst einen Malariaanfall und drum um dich rum fängt alles an zu brennen. Das ist der Krieg. Ah, oh, die Folge war... Ey, die Folge ist super. Ich mag die. Hat jemand meinen Koffer gesehen? Da gibt's halt eine Aufgabe für dich. Bring diese Blumen zu meiner Mutter. Und bring diese Leute um. Ich hab's aber auch lange nicht mehr gesehen, aber... ist fantastisch einfach. Ah, stimmt. Warte, was da? Die Gegner sind ziemlich krass. Die haben Söldner eingekauft. Engländer, Russen, Frauen. Spaß. Natürlich keine Engländer. Das erinnert mich teilweise an hier den Film von Monty Python, also der Sinn des Lebens oder so, wo der eine General halt so sagt, ja. Und dafür brauchen wir eine Armee. Und wenn es dem nicht so sein sollte, dann soll Gott mich niederschlagen. Pum! Wurde er einfach von einem Blitz geschlagen. Und da ist, dann zoomt es raus aus dem Haus raus und so weiter. Und dann sieht man einfach Gottes Hand, der mit dem Finger auf den Typen zeigt, den er einfach verputzelt hat. Und dann geht die Hand wieder in den Himmel zurück. Und dann sagt er halt so ein Drill Sergeant, don't stand there, God King! Also halt im Englischen. Have you never seen the hand of God before? Lotz hier nicht einfach so herum. Habt ihr noch nie die Hand Gottes gesehen? Ich fand das großartig. Ja. Und dafür brauchen wir eine Armee. Und wenn es nicht so sein sollte, dann soll Gott mich niederschlagen. Bang. Tot. Sinn des Lebens fand ich ein bisschen schwächer als Ritter der Kokosnuss. Ritter der Kokosnuss ist sehr großartiger, aber Leben des Brian. Muss ich noch anschauen. Tu es. Du wirst es nicht bereuen. Ja? Das. Da war noch. Genauso wie Steffen Iron Giant gucken sollte. Er würde es sicherlich nicht bereuen. Nein, das werde ich nie tun. Ich zwing dich dazu. Mein Scherz. Und wenn es das Letzte ist, was der Topo tun wird. Und wenn es nicht so sein soll, dann soll ihn Gottesschlag treffen.
Oh nein! Oh, das ist ja rausgeflogen. Ich wurde niedergeschlagen. Aber von G-Man wieder hierher gebracht. Immerhin weiß ich den Sinn des Lebens, also. Ich weiß auch nicht, warum sich alles drum qualen. Was jetzt der Sinn des Lebens sei. Hallo, schaut euch einfach von Monty Python Sinn des Lebens an, dann wisst ihr es. Alle halt, Probleme gelöst. Oder halt per Anhalter durch die Galaxie, 42. Ja, das ist auch. Das ist die Antwort auf den Sinn des Lebens, aber was ist denn die Frage des Sinn des Lebens? Was ergibt, wenn du 6 mal 7 nimmst? 42. 42. Ja, ich muss aber immer noch gucken, dass ich dann halt mal das Leben auf Brian mal anschaue. Don't stand there, Gorky. War beim Sinn des Lebens war es dann irgendwie auch immer dann komisch. Wie war es da, wenn dann ganz am Ende da, dass alle da jeder rumtanzt und die Frauen am Ende nur noch, wo man einfach die Nippel frei war, dann auch dann das ganze rumtanzen war und es war immer ziemlich weird. Um ehrlich zu sein, von Sinn des Lebens habe ich nur diese eine Szene gesehen, die ich gerade eben erzählt habe. Genau. Ich kann nur noch die Szene da mit Organspende. Aber wie war das denn? Ich glaube, da wird doch der Typ so. Ich glaube, da wird halt ein Organ spenden, aber dann wird er so zugerichtet wie sonst was. War das nicht so? Das hat Organspende angetragen und die haben halt ihn die Organe bei lebendigem Leibe rausgenommen. Ja, stimmt. Alter. Ja, stimmt. Ist das ein Comedy-Film oder ein Horrorfilm? Beides. Es geht ja um den Sinn des Lebens, also kann ich das verstehen. Wenn man aber bedenkt, dass es ja tatsächlich einen Todesfall gab, wo ein Typ, der als Organspender gelistet war, so einen Unfall hatte und man hat ihn als tot erklärt, obwohl er eigentlich noch am Leben war. Man hat er mit seinen eigenen Augen sein eigenes Herz gesehen, so, weil er doch bei vollem Bewusstsein war und dieses ganze Zeugs rausgenommen haben. Ziemlich krasser Shit, ey. Krasser Shit. Deswegen, Leute, nicht wirklich als Organspender. Was ist dann danach mit ihm passiert? Hat man ihn, hat man das Herz wieder reingesteckt oder? mein Fehler. Ja, kannst du wieder haben. Oder hat man ihn einfach mit niedergeschlagen und gesagt, er hat das nie gesehen, er war nie wach. Er ist tot, ganz sicher. Ich glaube, als er das Herz gesehen hat, hat es auch nur so für ein paar Sekunden und ist auch dann schon gestorben, dann weil offensichtlich Blutverlust. Alles klar. Und was weiß ich noch für Organverluste halt. Ich weiß nicht, was da noch alles da von ihm rausgenommen wurde. Das kommt mir aber ein bisschen komisch vor, weil. Weil wenn er noch. Also er wurde ja für tot erklärt. Aber er hat ja noch gelebt, ne? Ja. Genau, aber wenn du lebst, dann schlägt dein Herz ja noch. Wenn die dein Herz rausnehmen, sieht man das nicht, dass es noch schlägt? So ist es. Ich weiß nicht, was da mal los war, aber auf jeden Fall kam es halt wirklich dazu. Vielleicht war nur ein Koma oder so, oder das Herz ist. Ich glaube, das Herz ist stehen geblieben, aber er war noch am Leben. Warte mal, ich muss da. Das ist auch schon länger her, als ich das da. Vor allem, wie wollen die denn wissen, dass er noch am Leben war? Gute Frage. Vielleicht ist es auch einfach nur irgendwo ein Internet-Mythos oder so, keine Ahnung. Ja, kann gut sein. Ja, das sind schon ein bisschen komisch. Und vor allem, wenn du halt so, ich meine, die checken doch auch deinen Puls und so Zeug, zu schön. Ich geb bei Google Organspender ein und der dritte Vorschlag steht hier: Organspender bitte vorsichtig überfahren.
Okay. Okay. Und noch. Ja, seine Organe müssen halt noch intakt bleiben. Organspender HD, Organspender kennenlernen. Okay. Du enttäuscht mich. Ich hätte wirklich mehr von dir erwartet. Wie lange hast du noch mal gebraucht, um den Doppel-Null-Status zu erreichen? Du hast schon immer besser gebellt als. Was? Es gibt keinen Ausweg, Alex. Ah. Was zum Teufel ist das für ein Artikel? Der Titel vom Artikel einfach hier. Wie tot darf ein Organspender sein? Du warst nie so gut, wie du denkst, Alec. Wie lange hast du noch mal gebraucht, um den Doppel-Null-Status zu erreichen? Wir haben keine Zeit. Schnapp die, jetzt! Also, warte mal. Es gibt keinen Ausweg, Alec. Du bist schwach, Alec. Du hast kein Rückgrat. Da musst du dich schon mehr anstrengen, James. Die Aufrichtung bei 30%. Was? Okay, was? Er sieht nach dem schlimmsten letzten Level aus ever. Ist es auch. Ja. Vor allem, du musst den ganzen Kampf in ein Stück schaffen. Und der Typ hält halt einfach so viel aus. Ich weiß gar nicht wie. Der ist halt wortwörtlich ein Bullet Sponge. Ja, da kugelt sich der recht. Der kann mehr Kugeln schlucken als eine Pornodarstellerin. Und vor allem die letzte Phase ist dann schon, wenn dann noch ein Helikopter zukommt, dann kannst du hier im Außen, da bist du sofort tot. Oh, toll. Wie lange hast du nochmal gebraucht, um den Doppel-Null-Status zu erreichen? Na, wie lange hat James Bond gebraucht, um den Doppel-Null-Status zu erreichen? Weiß es hier jemand? Nach 2 Kills. Oh, okay. Aber wenn er also sagt so, ja, ich brauche einen Helikopter, das ist dann seine letzte Phase, oder wie? Ja, wenn der Helikopter kommt, das ist die letzte Phase, dann muss man irgendwann, glaube ich, irgendwie durch eine Tür und dann irgendwie kommt das erste QTE und dann ist das Spiel vorbei. Okay. Krass.
den Satelliten wieder online. Auch kein also, Helikopter, nur das Satellit. Also, anscheinend wird das Herz noch eigentlich noch weiter, also wird noch weiter gepumpt, also pumpt noch weiter, wenn man da die Organe rausnimmt, damit die Organe noch irgendwie frisch bleiben, anscheinend. Aber selbst so oder so müsste das Herz doch weiter pumpen, selbst wenn man jetzt nicht irgendwie es künstlich pumpen lässt. Oder nicht? Mhm. Auch nicht. Ich glaube, so ein Vorfall ist halt schon. Ja, schon, die Chance ist ziemlich gering, dass sowas passiert. Und ich meine, die haben da sicherlich irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen, die es treffen, so dass sowas nicht mehr passiert. Hm. Das ist okay, das ist ziemlich abgespaced, wenn halt also scheinbar wenn man halt als tot deklariert, also man kann so als tot deklariert werden, aber man kann noch so eine auch so eine ganz minimale Gehirnaktivität haben, dass man sozusagen immer noch Bewusstsein hat, so dass man immer noch mitkriegt, was abgeht. Aber halt so minimal, dass man sonst nichts anderes machen kann. Und das Herz pumpt immer noch gar nichts, obwohl noch Gehirnaktivität gibt. Wenn man, es ist halt, wenn man als Gehirntod, es ist halt Gehirntod halt, wenn das Gehirn also, halt gar nichts mehr irgendwie machen kann, aber der Körper ist halt immer noch, pumpt immer noch Blut halt. Ich meine, dann ist so Ding halt. Ja. Ich meine, man kann halt nichts mehr machen, aber die Organe sind halt immer noch am Laufen. Verstehe. Es gibt also. Es gibt auch anscheinend zwei Arten. Also es gibt zwei Arten von irgendwie von einem Gehirntod, so lese ich hier. Brain Death und Cardiac Death. Cardiac Death ist halt, wenn das Gehirn so einen krassen Schaden erlitten hat, dass man nie eine wieder wie vorher werden kann oder halt jemals wieder heilen kann. Es ist halt einfach dann. Dass es unmöglich ist, dass es wieder verheilen wird, dass man dann sagt, okay, ja, nee, kann man nichts mehr dran machen, kann man Organe rausnehmen. Und Gehirntod ist, naja, wenn es halt komplett am Arsch ist. Yikes. Und dann gibt's halt Vorfälle, wenn halt es, wenn man zwar so gesehen Gehirntod ist, aber halt so eine ganz minimale Gehirnaktivität noch hat. Aber so eine ganz, ganz minimale, dass man wirklich zwar alles mitkriegt, aber nichts mehr machen kann. Und bei dem Typen dann hat einfach mitgekriegt, wie dann seine ganzen Organe so rausgenommen werden. Ach du Scheiße. Aber konnte halt gar nichts machen. Wie man jetzt mitgekriegt hat, dass er jetzt noch am Leben war, wäre cool zu wissen. Irgendwie ja. Aber das ist wahrscheinlich schon ziemlich höllisch so. Wenn einem das passiert, ja. Vielleicht war er auch nie am Leben, sondern keine Ahnung, war das irgendwie so ein körperlicher Reflex oder so. Ähnlich wie ein Huhn halt immer nach oben läuft, nachdem sein Kopf abgeschlagen wurde. Wie Menschen halt ein bisschen zucken, nachdem sie gestorben sind. Oder Tiere.
Kann auch sein, dass es vielleicht auch einfach nur wie. Okay, so eine Legende ist halt oder so, oder einfach. Urban Legend. Kann auch sein, aber das wäre wirklich ein sehr krasser. Ich geh mir eben was trinken, bis gleich. Okay, bis gleich. Oh, bis gleich. Also, so, also sowas zu erleben, das ist. Ja, meine ich, das ist halt schon höllisch, wenn dir das passieren würde, ja. Ich meine, die nehmen anscheinend auch, bevor sie das Herz rausnehmen, halt die ganzen, so auch die Lungen und so raus dann, ne? Kann man einfach gar nicht mehr atmen, ey. Also, puh. Bus, hast du eigentlich den Film, den Film Mad God hast du, glaube ich, nicht mitgeschaut, ne? Nee. Schade. Ja, das ist halt so ein Horrorfilm, so ein Stop-Motion-Horrorfilm, das ist mega geil. Oh ja. Aber da gibt's halt auch so eine Szene, wo die halt so einen Gefangenen haben, schon halt so einen Kriegsgefangenen. Also, so wie ich es halt interpretiert habe, in dem Film redet niemand. Aber die. Eine Exposition. Ja, also die sehen halt. Also, das ist halt so ein Gefangener. Und die Leute, die den gefangen genommen haben, die wissen halt, dass er so Schätze halt geschluckt hat und so. Und dann binden die den halt auf so einen Arztstuhl oder so auf so einen Arzt, auf so eine Arztliege halt drauf. Und der kann sich halt auch nicht bewegen. Weil ja, der ist halt so gefesselt. Kann sich halt nicht bewegen und dann kommen halt so zwei Ärzte. Und der ist halt noch voll bei Bewusstsein, die schneiden den halt auf und dann nehmen die seine ganzen Gedärme raus und das ganze Zeug, was der verschluckt hat und so Goldketten und so ein Shit. Und das ist alles so richtig full frontal, zeigen die komplett, also so schon hart. Yeah. Ja. Und den muss ich echt unbedingt mal geben, Mad God, der Film ist richtig krass. Ja. Der Film ist ja auch nur ein Shudder momentan, oder? Naja, ich glaube noch irgendwann, das. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber wenn es irgendwo anders ist, dann ist es. Bin wieder da. Willkommen zurück. Aus welchem Jahr ist Mad God? Dieses Jahr, glaube ich sogar. Oder letztes Jahr? Nee, letztes Jahr, glaube ich. Oder? Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dieses Jahr ist. Ja, dieses Jahr. Ah, okay. 16. Klar. Juni 2022. Ah, ja, kann gut sein, dass du noch Shuttle. Ja, nicht mal. Hier steht doch, Mad God ist 2021 Stop Motion. Ach so, was? Okay. Ach nee, completed in 2021 und dann released on Shudder in 2022, ja. Ja, alles klar. Ja, nur auf Shudder. Werde ich mal schauen, dass ich mir die Zeit dann dafür finde. Ja, nee, der Film ist echt der ist fucking awesome. Ja, der ist wirklich geil. Es scheint auch kein allzu langer Film zu sein. Den habe ich auch empfohlen, dass wir den gucken, Steffen. Ja, der war mega krass. Ich werde trotzdem nämlich Iron Giant schauen. Was? Ah, nix. Komm schon, das ist Gigi. Mann, du wirst es bereuen, es nicht zu gucken. Das ist genauso wie mit Edgetron. Sag, wolltest du auch erstmal nicht gucken und dann da sagst du, oh ja, das ist geil. Nee, also bei Iron Giant ist das ja jetzt was anderes. Verdammte Scheiß noch eins. Mach da was. Iron Giant gucken, mach das Turbo komplett fertig. Sonst wird Satoru noch Maßnahmen ergreifen. Radikale Maßnahmen. Reicht zur Bedrohung. Ketzerei. Ketzerei, Entführung. Schnapp ihn, ich denke mir nur so, okay, es geht schon ein bisschen zu weit.
Ja, ich werde mit der Packe und Missgabel in sein Haus reinstürmen. Und dann ihn zwingen, Iron Giant zu gucken. Werde ich von meinem eigenen Fernseher geknebelt und. Vom eigenen Fernseher geknebelt und mit den Apparatur die Augen zwangshaft offen gehalten. Ja, so Clockwork Orange mäßig dann. Ja. Und dann natürlich immer mit Augentropfen heuschalten. Die Augen. Ich meine, das ist. Ich meine, ich mach da immer mit Freunden immer den Witz drum, dass die mich dann auch entführen müssen und auch so fesseln müssen, damit man mich dazu bringt, nochmal die irgendwas von Evangelion nochmal anzuschauen. dass sie das so weit gehen müssen. Wäre lustig, wenn das an Weihnachten passieren würde. Könnte ich mir mal sagen, das ist wie so ein Shane Black-Film. Oh, fuck. Shane Black, entweder schreibt er oder da wird er einen neuen Film directen. Gott, ey, wie oft hat er das schon gefragt, ey? Zu häufig. Da. Shane Black. Ja, das Play Dirty. Anscheinend. Kommt da was Neues halt von Shane Black. Und ich bin sehr gespannt, was da dann rauskommt. Ist ja noch ziemlich lustig, dass das Play Dirty genannt wird, der neue Film, weil Play Dirty war der Name vom Originalskript von Lethal Weapon 2. Immer echt gespannt. Das wird jetzt auch unser Running Gag halt da mit Iron Giant. Ja. Und irgendwann guckt er es doch noch und dann sagt er, finde ich nicht so toll, das ist scheiße. Und dann das würde ich echt sehr lustig finden. Und dann muss ich ihn wieder mit der Fackel und Missgabel hinterherjagen und ihn anschreien, du musst den Film mögen! Kommt irgendjemand mit einer P90 und einer Flashbang, wenn wir reingewascht haben? Ja, wie diese SWAT-Typen, die halt die Tür aufbrechen und reinstürmen und alles einfach zerschmettern und kaputt machen und am Ende noch den alten Mann mit Pfefferspray besprühen voll ins Gesicht. Ja. Und die Oma mit dazu noch. Immerhin haben wir jetzt hier beim Rauskommen immer die Strats jetzt rausgefunden. Einfach hinter der Deckung und dann ist alles gut. Also sind die den Exploiten einfach. Gott, das ist scheiße. Vor allem, weil das Spiel ja so was von gar kein Trefferfeedback hast, was mir überhaupt nicht so wirklich. Mach mich ihnen jetzt Schaden so oder. Das sieht halt immer nur so aus, dass du ihm Schaden machst, wenn er einmal so flincht irgendwie. Aber ansonsten bewegt er sich ja nicht. Ja. Wenn du drauf schießt.
Wir haben keine Zeit, ja. Was ist das für ein Scheiß eigentlich? Ey, was soll das? Ja, dann, okay, Leute, Leute! Zwei Versuche noch und danach breche ich das Spiel ab. Okay, ja, fair. Schön. Dann, weil dann es, das ist nicht mehr anschaubar. Dann gucken wir uns einfach auf YouTube dann, das Ending dann. Ja, okay. Also bis gleich, Leute. Nein, einfach da, wie wir das Ending dann gucken, halt einfach so mit reinschneiden dann. Halt. Naja, dann müsste ich das Ending von irgendjemandem klauen und sowas will ich nicht machen. Na gut, stimmt. Ich glaube, ich verlinke dann in der Beschreibung einfach irgendwie ein Video mit dem Ending irgendwie mit Timestep. Ich glaube, das klingt fair. Ja. Such am besten einfach irgendein Longplay. Oh Mann, ey. Heute, ich meine, es war, ja, das muss heute sein, hat alle vier Games wieder ein Video hochgeladen bezüglich zu Halo Infinite, das mal ein Battle Royale Modus wohl gehabt hatte. Gehabt hatte, weil es nach paar, was bei den letzten Updates wieder entfernt wurde, weil es halt richtig schlecht ankam. Und da dachte ich, und meine Gedanken waren halt so, meine Güte, ey, das ist so, man steckt so viel Energie und Arbeit und Zeit in sowas halt rein, was halt einfach nur, letzten Endes halt nur verschwenderisch war. Und allgemein bei Spielen ist das sowieso, dass so viel Zeit und Geld und Energie für Sachen ausgegeben wird, was halt einfach am Ende nur zum Floppen prädestiniert ist, ey. Ich meine, vor allen Dingen halt in diesen ganzen Delay-Spiele, die halt da dauernd verschoben werden, ey. Das ist halt so. Okay, ich meine, die müssen das ja am Ende ja fertigstellen, was wir bei Ding halt fertigstellen von noch in auf jeden Fall noch einen Zeitraum halt noch die Investoren halt noch bei Sache zu halten dann halt. Ja, ist also. Und auch mit fucking The Skull and Bones, was Ubisoft jetzt schon seit 2013 andauernd verschieben lässt. Kennt ihr noch schon draußen oder so? Kennt ihr nicht, kennt doch noch Skull and Bones, was halt diese Schiffsmechanik da von Black Flag benutzt haben, diesen Schiffsschlachten? Das ist doch einmal hier nochmal ganz bekannt geworden. Also, es hatte doch diese komplett total überladene UI, AHUD und so weiter. Das halt so aussah wie halt diesen Meme-Bild von Elden Ring. Wenn das mal so vollbeladenes HUD hätte. Keine Ahnung, wie es bei Elden Ring aussieht, aber Elden Ring ist ja ganz clean, also es hat ja kaum HUD. Aber einige Leute haben halt so einen Witz gemacht, wenn EA Elden Ring hätte und so weiter und haben dann halt einen Screenshot von Elden Ring genommen und er ist voll beladen mit irgendwelchen HUD-Elementen. Und nice. Was halt da ein Joke war, ist bei Skull and Bones ernst. Nice. Aber halt ist dann so, da wird so lange Zeit und Aufwand für so ein Spiel betrieben, was dann wahrscheinlich am Ende eh keiner mehr spielt. Und ja. Ich meine, schon bei der ersten Präsentation auf einer E3 wusste ich, dass das Spiel... Okay, dass das Spiel nicht gut ankommen wird oder kaum gespielt wird, ja, so war mir schon da ziemlich klar. Aber dass es halt dann echt so 10 Millionen Jahre Entwicklung ist, ist halt echt wow, ey.
Das ist dann einfach nur wow. Hallo, da bin ich wieder. Hallo, willkommen zurück. Hey. Das ist. Also, wenn Ubisoft das Skull and Bones noch irgendwann fertig release, dann Hut ab. Das ist ja ein. Das ist schon fast ihr eigenes Duke Nukem Forever, ja, fast. Wow, ey. 2013 in Entwicklung und dann halt 2023. In welches Spiel? Skull and Bones. Oh ja, das ist auch schon fast 10 Jahre in Entwicklung, ne? Ja, hab ich gerade eben vorhin drüber geredet halt. Oh ja, ja. Ich kann mir auch nicht unbedingt vorstellen, dass das erfolgreich wird noch, wenn das rauskommt, weil das ist halt so. Wie viel nicht. Geld haben die da jetzt reingesteckt und was erwarten die als Return mittlerweile? Also, ja, ich glaube nicht, dass. Aber das hätten die einfach abbrechen sollen. Warte mal kurz schauen. Ein Versuch noch bei dem Boss, ne? Ja, letzter Versuch. Okay. Danach kannst du ja irgendwie, wenn du es nicht schaffst, dann schneidest du einfach das Ende oder so rein. So die Endcutscene einfach. Fertig. Ja, ich mach's einfach so, ich verlinke einfach irgendein Longplay mit einem Timestamp. Ja, genau. Wir sagen einfach die, so hier, ja, gucken die Beschreibung. Ich meine, sonst ein Spoiler. Nummer 7 gewinnt halt am Ende. Was für ein Wunder. Ob das auch so ein cooles Ending haben wird wie im Film, wer weiß. Bestimmt nicht. Ja. Ach ja, Warzone 2 kommt ja tatsächlich raus, ich glaube am 10. November oder so. Warzone 2. Ja. Mit COD habe ich, weiß ich auch nicht mehr, was mittlerweile da abgeht, also. Ah, Gott. Nee. Na, Alter. Muss nicht sein. Das eine, kann auch eine Sache sein, kann ich noch versuchen. Ich kann es mal versuchen, mal mit einem normalen Controller zu spielen. Vielleicht wird es besser dadurch. Nein, das können wir auch machen. Dann können wir immerhin sehen, wie das Spiel mit Controller dann, wie das dann aussieht. Wie ja, mit DualShock oder wie der heißt. Ja. PS3. Also kann auch bestimmt mit dem PS4-Controller spielen. Moment. Sekunde. Ah, Moment. Naja, noch bei. Um nochmal auf Saints Row nochmal zurückzukommen, das beim zweiten Teil. Der erste und zweite Teil haben natürlich auch eine deutsche Zensur noch erfahren. Beim ersten Teil war es jetzt nicht so
krass gravierend. Ja, es war schon ein bisschen gravierend. Die ganzen Feuereffekte waren nicht da. Wenn man halt auf einmal, wenn auf einem Molotow-Cocktail geworfen wurde und brennt man halt, dann hat man halt gar keine Feuerpartikel halt. Das heißt, der Typ fuchtelt dann einfach nur seine Arme herum halt. Und in einer Cutscene, wo dann ein Typ seine Zigarette an einer brennenden Leiche hat, zündet, in der deutschen Version hält er einfach eine Zigarre über eine Leiche. Und bestimmte so Nebenaktivitäten sind ja rausgeflogen. Und eine Aktivität, die rausgeflogen ist, ist auch so ziemlich die nervigste im Spiel gewesen. Das kann man jetzt als Pluspunkt oder Negativpunkt ansehen, je nachdem. Aber bei Saints Row 2, das ist absurd wie sonst was, ey. Das Absurdeste ist halt, wenn Gewaltszenen in Cutscenes mit einem schwarzen Bildschirm überdeckt werden. Oder sonstige anstößige Szenen. Schlägst einen Typ mit einer Flasche, wird zensiert mit einem Schwarzbildschirm. Der eine raucht irgendwie Gras aus einer Glühbirne, wird zensiert. In einem Kampf mit einem Samurai-Gang-Mitglied, halt mit Samurai-Schwertern, kriegt dein Teamkollege ein Samurai-Schwert in den Bauch, wird halt aber auch zensiert. Also, das ist absurd. Sowas Absurdes habe ich halt echt noch nie erlebt. Allgemein auch Features wurden halt rausgenommen, wie halt mit menschlichen Schutzschildern. Das war dann nicht mal möglich. Nebenaktivitäten sind auch diverse rausgeflogen, Waffen sind rausgeflogen, wie ich glaube Flammenwerfer und Kettensäge, glaube gab's da auch. Bin mir nicht ganz sicher. Kann das sein, dass ich mit GTA Vice City jetzt gerade verwechsle? Oder? Wüsste ich gerade nicht. Keine Ahnung, wie es bei Vice City jetzt aussieht. Das ist in San Andreas, da gab es eine Kettensäge. Ich glaube auch in der deutschen Version sogar. Ja, in den alten GTA-Teilen gab es auf jeden Fall eine Kettensäge. Da ist. Mir klingelt da gerade dieses eine Video, wo aufgedeckt wurde oder gezeigt hat, wie deutsche Medien versuchen, solche Killerspiele als so brutal darzustellen, dass die eigentlich verboten werden sollen. Und dann halt aber so, das hat die dargestellten Szenen in den Medien überhaupt nicht so ablaufen, ey. Ich glaube, für Counter-Strike Source haben Medien es mal so erklärt, dass man da wirklich dass man halt da, wenn man auf Leute schießt, dass so literweise Blut oder so rausfetzt halt. Ich glaube, das haben sie da so erklärt. Da war schon so ein bisschen so eine Panikmache, fand ich. Ja. Oder dass bei GTA, dass man das so dargestellt hat, dass man das halt da mit der Kettensäge, dass das schon fast irgend so eine Aufgabe sei oder eine Aktivität sei, dass man dauert irgendwelche Leute so zerfetzt und spritzen und so weiter. Bei City gab's, meine ich, eine Mission, wo man das tatsächlich machen muss. Du musst dann irgendwie jemanden, so einen Typen mit einer Kettensäge umbringen. Ja, das ist. Und ich glaube, die haben das teilweise auch ein bisschen auch mit Manhunt vermischt. Aber Manhunt ist doch bei uns sowieso indiziert. Ja, allerdings durch diese Berichte ist Manhunt in Deutschland überhaupt erst richtig bekannt geworden. Oh. Ja, scheiße, ein Defekt, oder? Hoppla! Ich würde. Wenn ich dieses. Killerspiele, die Lügen der Medien, so hieß das Video. Da gab's mehrere. Ja, es ist. Ah, oh Gott.
Ach Gott, ey, das ist so absurd, ey. Aber immer mit den Killerspielen. Ist ja auch so ein Begriff, das ist ja sowieso schon. Hört man ja eh nicht mehr. Das ist immerhin ziemlich gechillt geworden. Ja, Counter-Strike und dann mit dem bekannten Modus Deathmatch, also Todesspiel. Oder Capture the Flag, auch in Counter-Strike, natürlich. Und ich sehe gesagt, dass du in Counter-Strike Capture the Flag tust. Ja, die Medienfrau. Oder nee, nicht Frau, Medientyp da. Oh. Ja, sie beschreiben, dass in Counter-Strike Blut rumspritzt. Oh nein. Aber in der zensierten deutschen Version spritzt kein Blut rum. Also was labert die, Alter? Andrea, den Lack ist offen gehabt da früher, was sie gesagt haben. Ja, hier, der Text hier. Sie rennen an der Straße entlang mit einer Kettensäge. Als erstes geht ein schwarzhaariges Mädchen zufällig vorbei. Sie nehmen die Säge und schneiden zuerst die Beine ab. Dann sägen sie den Bauch durch. Blut fließt über den Asphalt. Noch einmal ansetzen und Kopf absägen. Schnell halten sie ein Auto an, töten den Fahrer mit einer Maschinenpistole und setzen sich hinter das Steuer. Dieses Spiel ist freigegeben ab 16 Jahren. Bullshit! Das die Kettensäge sah nicht mal drinnen dann. Beziehungsweise das Gliedmaßen abtrennen ist nicht in der 16er Version möglich. Ja, wahrscheinlich waren die ja auch bei Wild City da so schlau und haben die Konsole auf Englisch gestellt, weil dann werden nämlich die Zensuren rückgängig gemacht. Haben einfach Trick 17 gemacht. World of Warcraft ist ein Strategiespiel, wo man Rollen spielt, man ist Offizier oder General, denkt sich Strategien aus, man ist Arzt oder Sanitäter. Ja, das war auch so. Ja, dieser World of Warcraft Bericht fand ich bisher am dümmsten. Okay, Leute, das war's. Alles klar. Dann packen wir einfach irgendwie das Longplay mit einem Timestamp in die Beschreibung, wo dann die Endcutscene drin ist und dann kann man sehen, was passiert. Irgendwelche letzten Worte noch? Das Original GoldenEye ist besser. Sei es der Film oder das Spiel. Schlechtester COD seit MW3. Schlechtester Bossfight jemals. Ja. Und war langweilig irgendwie. Okay. Das ist ja, mein Kommentar. Ja. Schaut lieber den Film oder notfalls spielt das N64-Spiel, aber nicht Reloaded. Ja, definitiv den Film schauen. Ich fand den gut. Der Film ist ziemlich gut. Okay. Ja, gut. Für mich persönlich sogar der beste James Bond-Film. Fair. Ja, und Stop. Die Dalton-Filme gehen auch noch durch. Ja. In 2 Wochen ist dann Satoru dran, glaube ich, mit Prince of Persia. Wenn ich mich nicht irre. Also, ein bisschen. Ich werde mal halt gucken, ob ich es schaffe, Prototype stabil laufen lassen zu können. Dann würde ich mal versuchen, so Prototype zu spielen, aber. Wenn es nicht klappt, dann halt Prince of Persia, The Sand of Time. Ja, werden wir mal sehen. Also gut. Je nachdem, was dann halt, was dann drauf, was am Laufen ist dann. Ja, lasst euch überraschen. Yep. Jo.
Wiederschauen. Wiederschauen. Ja. Bye bye. Ciao. Tschüss.